Herzlich willkommen zur Folge 22 des Lesemontags. Niklas Luhmann, die Wissenschaft der Gesellschaft. Und wir lesen weiter im Kapitel gleich nach den Codes, die wir in der letzten Woche abgeschlossen haben. Und es geht los. In dem Maße, als dieses kognitiv-temporale Interesse am Neuen sich spezifiziert, verliert auch die Grenze, die man früher in sachlich unzugänglichen Geheimnissen angenommen hatte, ihren Sinn. Der Wissensgewinn wird zum historischen Fortschritt. Mehr und mehr liegt das Problem nun nicht nur im Bekanntmachen des Unbekannten, woran jedermann interessiert sein müsste, und auch nicht mehr im Wiedererkennen, letia, des an sich bekannten Wissens, sondern in der Änderung vorhandener Wissensstrukturen. Die Welt ist ja immer schon vertraut und im näheren Umkreis bekannt. Wenn neues Wissen gewonnen werden soll, muss also Altes aufgegeben werden. Das Kosmos ist mit anderen Worten als Welt immer schon komplett. Was nicht hineinpasst, wird abgelehnt oder als Irregularität abgetan. Das vorhandene Wissen verteidigt sich damit, dass es Wissen ist. Das Problem hegt in seiner Bewahrung und in seiner Erweiterung auf etwas, was in den vorhandenen Wissensstrukturen als unbekannt gilt, zum Beispiel ferne Länder. Es ist deshalb sehr unwahrscheinlich, dass in dieser Ordnung gegen diese Ordnung ein Lerninteresse revoltiert. Eben deshalb bildet sich, wenn aus welchen Zufällen immer so etwas vorkommt, ein besonderes Medium für Wahrheitskommunikation, das die schockierende Kommunikation gleichwohl trägt und sie gleichfalls nicht vorab entmutigt und erstickt. Der Philosoph sagt, alles fließt. Wie das? Auch der Himmel, auch die Berge, auch der Philosoph selber. Zunächst formiert sich die Wahrheit unter dem Ziel, das Wissen dem Verborgenen oder Vergessenen zu entreißen. Als aletheia. Die spezifischen Strukturen wissenschaftlicher Wahrheit entstehen jedoch erst, wenn ein Absicherungsbedarf bemerkt und ihm systematisch abgeholfen wird. Es scheint dieser Prozess zu sein, der allmählich Präzisierungen in den Unterscheidungen kognitiv-normativ und Erleben-Handeln erzwingt und damit unter anderem die Wissenschaft gegen das Recht differenziert. Kognitiver und normativer Erwartungsstil müssen nun deutlicher und bis in die Grundlagen des Wissens hinein unterschieden werden, obwohl niemand die Interdependenz im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang leugnen wird. Und das Gleiche gilt für Erleben und Handeln. Ferner erfordert die funktionale Spezifikation auf Zugewinn von Erkenntnissen methodische Vorkehrungen gegen das Interferieren von Handlungen und Interessen. In Angelegenheiten, bei denen es um Wahrheit gehen soll, geht es dann nur noch um Erleben, unter Einschluss natürlich des Erlebens von Handlungen. Dies ist deshalb nötig, weil nur so und nicht einfach mit einem "Ich wünsche es, ich will es" der Neuheitsschock überwunden werden kann. Die Wissenschaft sucht und produziert das Neue und Überraschende ja nicht um seiner selbst willen, sondern um es zu unterdrücken und in Erwartbares zu transformieren. Mit dem Symbol Wahrheit wird kommuniziert, dass dies gelungen ist. Man präsentiert Überraschungen mit dem Zusatzsymbol für alle gültig. Die Entdeckung wird sogleich auf die Welt zugerechnet. Das erfordert eine entsprechende Stilisierung der persönlichen Beteiligung, der Inklusion des Forschers. Er wird nicht als Hersteller gefeiert, sondern als Entdecker und Erfinder. Das Genie macht sich, übrigens auch im Bereich von Literatur und schöner Kunst, gerade an der Kombination von Neuheit und Akzeptieren müssen kenntlich, so als ob es gerade diese Kombination so selten so schwierig ist, dass der Zugang zu ihr besonders rühmenswerte, geniale Qualitäten ausweist, denen im ein Moment der Irrationalität anhaftet, solange die Rationalität gerade dieser Form von Inklusion und Arbeit noch nicht begriffen ist. So kommt es zu einer eigentümlich zirkulären Stabilisierung der Zurechnung. Einerseits muss gerade neues Wissen als Wissen überzeugen, unter strengeren Anforderungen als bisher,
sowie neue Kunstwerke als Kunstwerke unter strengeren Anforderungen als bisher. Und andererseits kann gerade an der überraschenden Neuheit die persönliche Leistung erscheinen. Und nochmals andererseits ist das, was man einem Autor persönlich zurechnen kann, infolgedessen neu. Vielleicht mal bis hier. Ja, danke. Also es geht ja hauptsächlich um das Thema neues Wissen. Und da habe ich schon gleich am Anfang ein Problem oder eine Frage gehabt. Und zwar geht die so. Mehr und mehr, schreibt er, liegt das Problem in der Änderung vorhandener Wissensstrukturen. Darauf will er hinaus. Das erscheint mir plausibel. Und dann sagt er aber, wenn neues Wissen gewonnen werden soll, muss also Altes aufgegeben werden. Und das weiß ich nicht. Wenn man das mal überprüft und in die Geschichte der Wissenschaften zurückgeht, zum Beispiel in der Mathematik, ist das definitiv nicht so. Also man wusste schon in der Antike, was man über gewisse Sachen nicht wusste. Zum Beispiel, dass man einen flächengleiches Quadrat zum Kreis nicht mit Zirkel und Bleistift konstruieren kann. Aber man konnte es nicht beweisen, dass das nicht geht. Und zwar konnte man das mehrere hundert Jahre lang nicht beweisen. Man wusste also, dass man das nicht weiß, und es war ein ganz großer Antrieb, das endlich mal wissen zu wollen. Als man es dann bewiesen hat, hat man damit ein völlig neues Thema, nämlich der irrationalen Zahlen, aufgemacht und eine völlig neue Mathematik ist entstanden, sodass die Frage, ob die Quadratur des Kreises mit Zirkel und Bleistift nun unmöglich ist, das war eigentlich nur noch eine Randnotiz dieses neuen Gebietes. Das neue Gebiet war um so vieles größer, dass das alte Problem eigentlich überhaupt gar nicht mehr wichtig war. Das heißt, die Mathematik ist so ein Fall, wo nicht altes Wissen aufgegeben werden muss, um neues Wissen aufzunehmen in die Wissensstrukturen. Ja, aber das geht ja durch diese ständige Aufmachung von verschiedenen, weiß ich nicht, Bereichen, Operationsbereichen, also Strukturräumen, die irgendwie sich alle einpassbar ineinander fügen, offensichtlich. Aber also das, was Luhmann, glaube ich, jetzt hier meint, ist genau das, was der Gegenstand seiner Untersuchung ist, also gesellschaftstheoretische Wissenschaftssystemanalyse. Und da gilt dann genau das, was du gesagt hast. Also es gibt Spezialfälle, die als Problemträger fungieren und dann aber im Laufe der Problembearbeitung als Definitionsgrundlage umgeschrieben werden müssen. Und die Lagekoordination verändert sich. Also die Tektonik, wie man das auch nennen möchte, also mit welchen Metaphern auch immer, also Luhmann schlägt da ja einiges vor jetzt, die verschiebt sich in einem Maße, in dem das ganze Feld neu geordnet wird eigentlich. Und das kann man so beschreiben. Ja, also wenn man das beschränkt auf, sagen wir mal, Soziologie oder alles, was mit Gesellschaft zu tun hat, wenn das so gemeint ist, das würde ich eh nicht sehen. Ja. Aber glaube ich nicht. Nee. Also auch ja, jetzt, also wenn der Kopernikus kommt und sagt, Sonne, Erde und so weiter, ja, dann muss ich das alte Wissen, Sonne in der Mitte und alles kreist sich drum, Erde in der Mitte und alles dreht sich drum, das muss zurückstehen, ja. Das neue Wissen ist eigentlich anders. Ich wollte ja nicht sagen, dass das nie so ist, dass man altes Wissen aufgeben muss. Aber es gibt auch ganz viele Beispiele, und ich vermute mal in jeder anderen Wissenschaft, dass man eben Wissen erweitert und das alte Wissen eben nicht aufgeben muss. Das klingt ja so, als ob so eine Wissensstruktur nur gewisses Wissen fassen kann und dass man sich entscheiden muss, was raus muss, damit was Neues reinkommt. Und das ist einfach de facto nicht so, weil ja unser Wissen auch immer mehr zunimmt. Und jetzt könnte man sagen, ja, seitdem sich das Wissenschaftssystem autopoetisch geschlossen hat, ist das so. Aber das war eben auch schon in der Antike so, und in der stratifizierten Gesellschaft ist das Wissen ja gewachsen und man musste das nicht austauschen, weil es nicht mehr reinpasst. Insofern finde ich Konstantins Argument eigentlich viel plausibler, dass das wirklich eine Einschränkung ist.
Ja, und hängt jetzt mein Herz nicht dran. Also ja, das. nee, aber das wäre ja dann interessant zu sehen, weshalb zum Beispiel gerade in der Makrotheorie so große Dissense und so große Gräben zwischen den Konferenzteilnehmern, zwischen den Schulen, zwischen den Lehrstühlen und so weiter herrschen, weil es gerade ein Geräusch. Hört ihr es auch? Okay, jetzt nicht mehr. Aber das ist genau da eine Inflexibilisierung dieses Aufgebenkönnens gibt offensichtlich. Und man nicht mehr weiß, was alt ist und oder was neu ist. Und dann, genau, dann gibt es ja diese kognitiven Prüfvorrichtungen, die Luhmann dann mit an den Erwartungsstil knüpft. Und die dann eingeflochten werden. Aber auch die müssen ja methodologisch vorbereitet sein. Und auch dafür muss der Pre-Adaptive Advance hergestellt werden, damit man etwas Neues als Neues im Laufe seiner eigenen Forschung dann dekodieren könnte. Ja, aber hier der Satz, das vorhandene Wissen verteidigt sich damit, dass es Wissen ist. Das Problem liegt in seiner Bewahrung und in seiner Erweiterung auf etwas, was in den vorhandenen alten Wissensstrukturen als unbekannt gilt. Zum Beispiel ferne Länder. Also ich verstehe das tatsächlich recht einfach, wie das hier als, wie er das hier nutzt, Ja, das aber das ist, Bild. also das gibt es ja, also wenn man jetzt schon ferne Länder jetzt als das ein merkwürdiges Beispiel ist in dem Zusammenhang, aber wenn man das sieht, dass eben Kolonisatoren und Pioniere und die das neue Wissen in die, also das Wissen aus der alten Welt in die neue Welt tragen praktisch, dass die inkommunikabel sind für die dortigen Bewohner. Also die könnten das vielleicht kognitiv nachvollziehen, aber denen fehlen die Weltverständnisse und die Generalzugänge und die Beobachtungsperspektiven, um überhaupt zu verstehen, warum das für andere ein Problem sein könnte. Das ist auch, Vor also allen Dingen ihr. wär ja ferne Länder ein Hinweis auf andere Gesellschaften. Ja, Also ja. das zeigt ja nochmal deutlich, ne? Wenn man über alle Wissenschaft reden wollte, warum soll man da Ja. über fremde Länder sprechen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Insofern erhärtet es dein Argument, Konstantin. Aber daran hängt es ja nicht, ne? Wenn wir mal weitergehen, fand ich dann auf der nächsten Seite das Interessante, dass er sagt, die spezifischen Strukturen wissenschaftlicher Wahrheit, also dieses Codes des Mediums, entstehen jedoch erst, wenn ein Absicherungsbedarf bemerkt und Genau. ihm systematisch abgeholfen wird. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Stelle, weil Genau. vor dem gab es das nicht, dass man diesen Absicherungsbedarf überhaupt erkannte oder wenn dann im System systematisierte. Genau. Sondern da konnten eben auch neue Wahrheiten von der Religion oder von der höheren Ebene einfach verkündet werden und dann waren die einfach da. Die mussten gar nicht abgesichert werden oder Ja. die waren so sozial abgesichert sozusagen. Ja, also im Christentum dieser Neoplatonismus fürs Volk, ja, also dass man eben den Monotheismus als Staatsreligion erhebt und dadurch die Parallelweltentheorien, ja, also unter deinem Gott könnten diese Gesetze gelten und so weiter, also dass man eben diese Universalisierung dann forciert und dann erst die allmählichen Präzisierungen greifen können. Und dann auch zunehmend, also Luhmann konstatiert das ja auch in soziale Systeme, dass man dann eben davon absieht, normative Erwartungsstile zu präferieren oder zu priorisieren. Also das ist ja seine Auseinandersetzung mit Habermas, der immer noch meint, das ginge. Man könnte auch auf der normativen Seite etwas dazulernen. Und Luhmann sagt ja da ganz klar nein. Weil das nicht für Erlebnisreduktionen taugt. Konstantin, du bist doch im Griechischen kundig. Er spielt ja auf den Namen der Wahrheitsgöttin Aletheia ab, und zwar indem er Aletheia schreibt. Was heißt denn Aletheia, wenn er dieses A-Bindestrich da so rauszieht? Das müssten wir wahrscheinlich die Suhrkamp-Lektoren fragen, aber ich würde vermuten, dass es eine Verneinung meint normalerweise. Also Lethe ist eine Göttin, also ist eine Figur, die taucht auch im Faust auf, aber ich und Aletheia ist dann anders, also das ist eine Verneinungsanzeige auf jeden Fall. Das A ist eine Verneinung, würde ich auch so sehen, aber ich verstehe eben nicht. Also das ist ja ein etymologisches Argument. Er sagt ja irgendwie, deutet das auf sein Argument hin, dass das A Letia hieß. Und Lass uns das doch dachte in ich, die könntest du. Und eben nicht, wer lädt es Fußnote genau? gucken. Die Fußnote, ne, ist ja hier Verweis auf die 71. Die Auffälligkeit einer privaten Definition Nee, der Wahrheit. privativen steht da.
Entschuldigung, privativen Definition der Wahrheit in der griechischen Sprache verdient festgehalten zu werden. Sie ist oft als Abweichung vom Üblichen bemerkt worden, ja, aber so scheint es bisher nicht ausreichend erklärt. Vielleicht sollte das der Hinweis sein. Ja, also eine Privation ist eine Beraubung. Also das gibt es in diesen diabolischen Lehrsystemen, also dass man damit an der Lehrstelle ein Bias oder sowas anzeigen möchte vielleicht. Genau, und das, ja, das hat er ja die ganze Zeit mit der Unwahrheit und Wahrheit und eben der Falschheit, dass er das so nochmal verschiebt. So. Ja. Ist denn Letia das Übliche? Macht das irgendwie Sinn? Wenn er sagt, die Abweichung vom Üblichen, Letia? Ja, also das wäre jetzt meine erste Linie, aber das ist etymologisch. Weil ich es ist in jedem tricky. Falle ein also kein wirklich. Also Letia ist das Vergessen. Und das nicht vergessen können. Also das Bestands. Aha, Letia ist vergessen. Aha, okay. Genau, ich habe das gerade nochmal. Ja, aber das, wie gesagt, das ist ein bisschen da das ist, sind nicht seine starken Stellen so. Also, nee, und er will ja hinkommen jetzt eben hier zum, was ich hier gehighlightet habe, dass es eben in Angelegenheiten, bei denen es um Wahrheit gehen soll, geht es dann nur noch um Erleben und eben nicht mehr um das Behaupten, dass wer war oder. Nee, also nicht durch Handeln die Wahrheit festmachen, sondern sie muss erlebbar sein und so arbeitet der Abschnitt ja hier, der Absatz ja dann eben auch weiter. Da landen wir ja nachher. Das muss dir und mir und andere eben ähnlich erlebbar sein. Ja, aber nicht intersubjektiv. Das ist ja dann die Krux. Das ja, 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 ja. Ja, aber so hört sich das gerade an, wenn du das gerade... Aber weil du sagst, dass das nicht seine stärkste Stelle ist. Ich fand einen Satz noch bemerkenswert. Die Wissenschaft sucht und produziert das Neue und Überraschende ja nicht um seiner selbst willen, sondern um es zu unterdrücken und in Erwartnis zu transformieren. Also das eine widerspricht ja dem anderen nicht. Also dass der Effekt ist, dass man neues Wissen eben integriert und in ein dann erwart man es transformiert, schließt ja nicht aus, dass man Wissen, um es selber wissen zu wollen, produziert. Ganz im Gegenteil. Das ist ja das, was Wissenschaft vorantreibt, dass man eben gewisse Dinge eben nicht weiß, die aber unbedingt wissen will. Zum Beispiel, warum so ein flächengleiches Quadrat eben nicht mit Zirkel und Lineal oder nicht Zirkel und Lineal konstruiert werden kann. Das will man um des Wissens willen wissen und nicht, damit man es die Ungewissheit unterdrücken und in Erwartnis konsumieren kann. Aber das eine schließt das andere nicht aus. Deswegen fand ich das ein bisschen, naja, ein lustiges Argument. Ja, vor allem dieses Antikisierende. Ja, also da geht es eben genau darum, dass man das für den griechischen Kosmos, für die Geschlossenheit des Weltzusammenhangs genau das dann nach vorne gebracht wird. Und dann, ja. Ich bin aber mit Lesen dran, oder? Ja, das wird vielleicht nochmal aufgegriffen werden, wenn es um die Funktion geht. Ne? Ja. Alles, was als neu erscheint, muss sich von etwa Vorhandenem unterscheiden können. In dieser makrotheoretischen Ebene auf jeden Fall. Eine Wahrnehmung des Neuen kann sich daher erst spät und erst aufgrund vorausgehender Strukturentwicklungen einstellen. Sie ist ein evolutionäres Spätprodukt. Das gilt umso mehr, wenn man außerdem in der Wissenschaft noch in der Lage sein will, Neuheit und Irrtum oder in der Kunst Neuheit und Fehler zu unterscheiden. Ohne diese Unterscheidungen zu machen, kann man Neuheit nicht positiv werten. Dass Neues überhaupt als neu geschätzt werden kann, ist mithin erst unter sehr spezifischen historischen und sozialstrukturellen Voraussetzungen möglich. Zum Beispiel als Erkenntnis eines Mangels in der aktuellen Struktur. Noch im 17. Jahrhundert findet man den Begriff der Neuheiten Novetés pejorativ gebraucht, nämlich in der Religion, aber auch in der Politik. Die Bedingungen für eine Positivwertung sind ausreichende strukturelle Komplexität, Beschleunigung des Prozesses struktureller Änderungen, der das Neue normalisiert, und funktionale Differenzierung der Gesellschaft mit entsprechenden Interdependenzunterbrechungen, die verhindern, dass Neuheiten ungeprüft aus einem Funktionskontext in einen anderen überspringen. Wenn Neues als neu interessiert und geschätzt wird, läuft das nicht einfach auf einen Wertewandel hinaus, so als ob früher das Alte und jetzt das Neue bevorzugt würde. Vielmehr gewinnt, und darin liegt der Wandel, die Unterscheidung von Alt und Neu an Bedeutung. Sie wird temporalisiert, das heißt von einer Vorstellung des sachlich konformen bzw. abweichenden
in die Vorstellung einer zeitlichen Abfolge transformiert. Das heißt also keineswegs, dass auf altes Wissen nicht mehr zurückgegriffen würde. Ein Blick in die Medizinforschung des 16. und 17. Jahrhunderts kann vom Gegenteil überzeugen. Der Witz der Temporalisierung, der Unterscheidung von alt und neu, liegt darin, dass sie eine rekursive, zurückgreifende und vorausgreifende Organisation des Forschungsprozesses ermöglicht und ihn mehr oder weniger abkoppelt von der sachlichen Verbindlichkeit überlieferter Denkmuster. Jetzt erst wird die Überlieferung im Unterschied zum neuen Wissen altes Wissen oder überkommenes Wissen. Aber zum Gewinn neuen Wissens ist immer auch eine Reproduktion alten Wissens erforderlich. Man hat vom Stand der Forschung auszugehen und Neues steht unter der harten Zulassungsbedingung, dass es nur akzeptabel ist, wenn es das Alte ersetzen kann. Das hatten wir schon mal als Argument. Genau. Ich mache den Absatz noch mit. Erst aufgrund einer beschränkenden Präzisierung der kognitiven Neuheit und der Reduktion auf Erleben, erst aufgrund einer Generalausschaltung gesellschaftlich verbindlicher Normen im Operationsbereich Wissenserwerb können sich Spezialnormen bilden, die genau diese Operationen regeln. Die Generalausschaltung gilt selbstverständlich nur für Operationen, nicht für Personen. Von Wissenschaftlern wird nach wie vor die Beachtung des Rechts erwartet und rechtliche Regulierungen können ihr Verhalten einschränken. Auch Wissenschaftler werden auf Tischmanieren achten müssen, solange in der Gesellschaft darauf noch geachtet wird. Der Punkt ist, dass davon nicht abhängt, ob Erkenntnisse in der weiteren Kommunikation als wahr oder unwahr behandelt werden. Man mag gentechnologische Forschungen noch so sehr verbieten, wenn sie trotzdem zustande kommen, hat der Rechtsbruch keinen Einfluss auf die Wahrheit bzw. Unwahrheit ihrer Feststellungen. Das ist uns im Übrigen so geläufig, dass die These der Generalausschaltung von Normen nahezu zwangsläufig missverstanden wird als Behauptung eines moralischen bzw. rechtlichen Freiraums. Aber auch die moralische bzw. rechtliche Kodierung ist universell applikabel, ist auf alles Verhalten anwendbar nach Maßgabe eigener Programme. Nur die Codes werden wegen des engen Zusammenhangs von Wert und Gegenwert und wegen der Notwendigkeit, dritte Werte auszuschließen, strikt differenziert. Und das führt dazu, dass die Programme des einen Codes für die anderen nicht gelten und umgekehrt. So, das war jetzt sehr lang. Aber das hat schon mal vieles vorweggenommen, was wir gerade in der Diskussion oder nachgeholt eingebracht haben. Ja, war gar nicht so lang. Ja, und man muss eben wissen, beim Stand der Forschung muss man wissen, wie weit man zurückgehen möchte. Ja? Also die zwei Weltkriege zum Beispiel sind ja in der soziologischen Forschung ein Datum gewesen, von dem man eben sagen möchte, man möchte den Holocaust erklären oder man möchte die Demokratie, also den Übergang vom Kaisertum zum demokratischen Rechtsstaat und sowas irgendwie modellieren können. Und man muss eben wissen, ob das zum Stand der Forschung anno 2020 noch dazugehört oder nicht. Und die kritische Theorie sagt dann zum Beispiel, ja, das hat noch Neuigkeitswert und das ist noch wichtig, um unsere Forschungen zu rechtfertigen zum Beispiel. Und das war jetzt ein kurzer Exkurs dazu. Ja, wo ich hängen geblieben bin hier, das ist so ein, für mich wieder so ein bedeutsamer Satz. Die Bedingungen für eine Positivwertung des Neuen gegenüber des Alten sind jetzt ausreichende strukturelle Komplexität, Beschleunigung des Prozesses struktureller Änderung, der das Neue normalisiert, und funktionale Differenzierung der Gesellschaft mit entsprechenden Interdependenzunterbrechungen, die verhindern, dass Neuerungen ungeprüft aus einem Funktionskontext in einen anderen überspringen. Ja. Das ist eine ganze Menge. Ja, Ja, aber das ist genau der Übergang zwischen stratifizierten und funktional differenzierten Gesellschaften. Also die europäischen Adelshäuser konnten sich ja noch in die Moderne hinüberschleppen bis zum Weltkrieg und haben dann eben ständig diese Funktionskontexte gewechselt, haben die Rechtfertigungsmodelle umgedreht und sind dann. Ja, ich hatte eher den Eindruck, das verlangt schon eine ganze Menge. Da muss also die funktional differenzierte Moderne schon ganz schön in Fahrt gekommen sein, dass das alles erfüllt ist, was er hier listet. Ja, das kann ich ja wie so ein Pflichtenheft lesen. Ne? Also die Beschleunigung muss schon laufen. Die Differenzierung muss auch schon eine ganze Menge können. Also du musst schon weit sein und so weiter und so weiter. Dass das, was wir jetzt hier moderne Wissenschaft nennen, Wissenschaftssystem nennen, damit das funktionieren kann, funktionieren kann in der Art und Weise, wie es vorher, also hier angetextet ist, dass eben das Neue an sich jetzt nicht wegen Wertewandel, sondern eben als, ja, wie, was ist der Begriff dafür, als Notwendigkeit, Kriterien. Naja, gut, aber also
Da kommen wir ja her, ne? Also hier von Neu und Alt, da kamen wir her. Wie kommt es? Und damit das Sein, das Neues überhaupt als neu geschätzt werden kann, muss ungefähr das hier erfüllt sein. So habe ich das jetzt gelesen, ne? Ja, also wenn man das jetzt Ja, wieder so. also ich weiß nicht. Also ihr könnt Ja. da, ich bin da nicht so sonderlich überzeugt. Also Lastenheft und an wen denn? An die Gesellschaft und wer Nein, prüft nein, das? nein, Und nein, ehe nein, nein, ich. nein, 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 sozusagen jetzt für das weitere Lesen. Ne? Also da ist jetzt komprimiert in diesem Absatz eine ganze Menge, finde ich. Also so wie ich es Ja, lese. aber wenn man das nicht exemplifizieren kann, dann bleibt das einfach im Raum stehen. So. Also der Witz ist ja, dass man Gründe finden müsste, weshalb diese Neuigkeitsaufwertung in der Ja. Gesellschaft Fuß fassen kann. Und das wäre, ne, an der Wende um 1900 wäre das eben die soziale Frage. Man hat Massenverelendung, man hat wachsende Bevölkerung und die Institutionen wachsen nicht schnell genug mit. Ja, es gibt also eine Divergenz zwischen der Bevölkerungsexplosion und dem Ressourcenverbrauch und der Regulationsmöglichkeit dafür. So, und dann könnte man sagen, dann werden Neuerungen plötzlich ohne Wertewandel akzeptabel, weil sie Problemlösungen versprechen. So. Also Ja. das könnte man vielleicht noch einbauen. Ja. Und dann eben diese übertriebene Hochschätzung von Neuigkeitswerten, die dann eingespielt werden und die dann nach und nach wieder ausgesondert werden. Also die Zeit der großen Sozialexperimente. Darwinismus, dass man eben mal alles, also das Sozialdarwinismus war überall, von rechts bis links im Parteienspektrum war das angesagt, weil man dachte, damit bekommt man das hin mit der ganzen, also mit diesen starken Wachstumskurven und so weiter, dass man die beischneidet und auf Linie bringt und sowas. Und dass man Wir eben können sich ja dann davon löst von. mal weiterlesen, wenn die Stelle Genau. nicht so ergiebig ist. Ja, lass noch kurz schauen. Also hier von wegen exemplifizieren, da ist es so ein ganz klein bisschen, ne? Der Witz der Temporalisierung, der Unterscheidung von Alt und Neu liegt darin, dass sie eine rekursive, zurückgreifende und vorausgreifende Organisation des Forschungsprozesses ermöglicht, ne? Also das wäre jetzt ein Argument von ihm. Und dann aber hier die Einschränkung. Neues steht unter der harten Zulassungsbedingung, dass es nur akzeptabel ist, wenn es das Alte ersetzen kann. Das erklärt oder belegt jetzt nicht so viel. Und dann eben, was da aber daraus folgt, eben die Generalausschaltung gesellschaftlich verbindlicher Normen im Operationsbereich Wissenserwerb. Das wiederum ist auch inhaltlich, finde ich, wichtig. Ist eine wichtige Aussage, weil daraus landet er ja jetzt dann eben beim Erleben. Ne? Also das. Ja, aber ich weiß nicht, wenn du es so wichtig findest, kannst du das mir erklären, das mit der Generalausschaltung gesellschaftlich verbindlicher Normen? Also ich das ist ein Argument, das klingt auch gut und das liest man so dahin. Ja, funktionale Differenzierung, Generalausschaltung, gesellschaftlich verbindlicher Normen, aber ich hätte es gerne mal gesehen, also Ja, das habe an ich ja, ich habe das Beispielen. versucht, ja, ich habe das versucht an den Sozialexperimenten zu. Ja. Also wenn das wieder nur für Soziologie gilt Ja, oder ja, ja. Gesellschaft, dann kaufe ich das Argument. Wenn das für ganze Wissenschaft gelten soll, dann kaufe ich das nicht. Ja, Für ich würde es Parat. schon weiter sehen wollen, also nicht nur auf die Sozialwissenschaften beschränkt. Das habe ich ja verstanden, aber die Frage ist ja, ob du es mir erklären kannst, ob du Ein mich Argument, wenn überzeugen nicht kannst schlecht. Ich dir. oder ob du es nur wichtig findest, weil es da steht. Oder ob du Also, wirklich sagen kannst, ja, guck mal hier und guck mal da. ja, also Paradigmenwechsel, wenn man jetzt zum Beispiel die klassische Physik nimmt und dann die Quantentheorie und dann könnte man sagen, die Generalausschaltung verbindlicher Normen des dreidimensionalen Raums oder sowas. Aber das wäre dann schon sehr viel, also es kommt viel später im Buch noch, sowas. Also, nee, keine Also ich Generalausschaltung. lese das so jetzt, also ich habe jetzt auch nicht so ein, ich habe mich ja auch darauf, wie soll ich das erklären? Dass es jetzt möglich ist, also abgesehen von in anderen Funktionssystemen in der Gesellschaft geltenden normativen Regelungen und so weiter und so weiter und so weiter, dass im Wissenschaftssystem, im entstehenden, sich etablierenden Wissenschaftssystem, es keine normativen Eingriffe aus anderen Bereichen gibt. Es ist hier zu denken und es ist hier möglich und es ist hier zu forschen und es ist hier an Erkenntnis möglich, was eben
Daraus folgt, wenn ich den Code anwende, wahr, unwahr und nicht mehr, ob das dem lieben Gott gefällt, dem Bischof oder dem Staatsmann oder. So platt lese ich das tatsächlich hier. Ja, aber so platt steht es da nicht. Aber es ist auch egal. Wir lesen erstmal weiter. Wir lesen weiter dann. Ja. Du armer Kerl, verziehst das Gezirr. Ja, aber hier sind ja diese, also lass mich sagen, warum ich darauf komme, ne? Weil es ja dann eben auch geht, es wird ja als Freiheit verstanden, aber auch von Wissenschaftlern wird die Beachtung des Rechts erwartet und so weiter. Deswegen, in dem Funktionssystem Wissenschaft gilt das eben nicht, aber nicht für Wissenschaftler, wenn die essen. Dann müssen sie auch auf Manieren achten, ne? Wenn das so lang wie das verlangt ist. Deswegen diese vielleicht simplifizierende Erklärung von mir. Wo waren wir denn hier? Entsprechendes gilt aus anderen Gründen für die Unterscheidung von Erleben und Handeln. Auch sie wird verschärft. Wenn man nämlich neues, ungewöhnliches, nicht leicht einsichtiges Wissen als wahr vorschlagen will, muss man das eigene Handeln hintanstellen. Man kann schließlich nicht sagen, es ist wahr, weil ich es so will oder weil ich es vorschlage. Dies hängt zusammen mit dem Verlust der Autorität, die auf einen einzig möglichen Weltzugang basierte, und mit dem Verzicht darauf, Wissen aus seiner Quelle, aus dem Status des Verkünders oder aus dem Anfang, Arche, Grund zu begründen. Unbestritten bleibt, dass Handlungen erforderlich sind, um Wissen zu gewinnen, zu dokumentieren, zu verbreiten. Unbestritten bleibt auch, dass die Themenwahl eine Handlung ist und dass hier Einflüsse, aber auch normative Regulierungen, Freiheit der Wissenschaft, ansetzen können. Insofern nimmt mit der Komplexität des Wissbaren auch die Bedeutung des Handelns zu. Aber eben deshalb gibt es auch keine wahre Themenwahl, sondern nur eine interessante, dringliche, gesellschaftspolitisch relevante oder eine esoterische, skurrile, private etc. Zum Vorführen neuen Wissens gehört zumeist auch eine detaillierte Darstellung seiner Biografie, nämlich der Geschichte des Handelns, das zu der Erkenntnis geführt hat. Keineswegs wird das Handeln kausal für irrelevant gehalten. Aber das Wissen selbst darf nicht auf die Handlung des Wissenserwerbs zugerechnet werden. Zwar sind immer beide Zurechnungsweisen möglich, aber nur durch Wahl der Zurechnungsform Erleben kann sichergestellt werden, dass die Kommunikation unter der Prämisse läuft, dass die Phänomenbereiche der Beobachter sich hinreichend überschneiden, wenn nicht zur Deckung kommen. Dies Erfordernis der Zurechnung auf Erleben wird, weil es sich nicht von selbst versteht, sich nicht aus der Natur der Sache oder der Natur des Beobachtens von selbst ergibt, durch eine Beobachtungsnorm abgesichert. Was immer der Einzelne bei sich selbst denkt, wenn wissenschaftliche Kommunikation beobachtet, hat sie auf Erleben, nicht auf Handeln, also auf die Gegenstände, nicht auf die Beobachter zuzurechnen und hat Handlungszurechnung, wenn sie sich aufdrängt, als Methodenkritik zu stilisieren. Wissen muss mithin als erlebbar dargestellt werden, weil nur durch Umweltzurechnung dokumentiert werden kann, dass es Wissen für jedermann ist und jeder, der sich nicht mit eigenem Handeln querstellt, sich überzeugen lassen muss. Dies wird unter anderem durch die Unterscheidung des, wie immer zufälligen, biografischen, handlungsabhängigen Entdeckungskontextes vom Geltungskontext des Wissens zum Ausdruck gebracht. Ich mache hier mal einen Punkt, damit ich mich wieder mit dem Konstantin zanken kann. Auch es hier, geht nicht um Zanken, es geht um Argumentieren lernen. Ja. Also, tut mir leid, also das ist was völlig anderes. Ja. Dass Kommunikation unter der Prämisse läuft, dass die Phänomenbereiche der Beobachter sich hinreichend überschneiden, wenn nicht zur Deckung kommen. Und damit wiederum ist nicht Intersubjektivität gemeint, okay? Ja, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Verstehe ich das eben hier eben auch. Ja, so das ist diese ich das verstanden haben. Genau, aber das ist diese merkwürdige Verschränkung bei Luhmann jetzt selber von kybernetischen und hermeneutischen oder phänomenologischen Modellierungsansätzen, die nicht so leicht zu schlucken sind. Also da kommt eben sehr viel zusammen. Wir hatten das ja gerade schon mal, also dieses, was sich nicht von sich selbst versteht. Ja, also also wenn jetzt Franz schon hier wäre, das wäre dann bei Hegel das An sich und das Für sich. Ja, und das An und Für sich
Seiende, das sich dann auf, ne, auf Dinge, auf Körper, auf Gegenstände bezieht, besitzt in der dialektischen Tradition oder in der alteuropäischen oder der kontinentalen, wie man das nennen möchte, immer noch eine, einen inhärenten Erlebniswert. Ja, also das, der Verweisungscharakter selber ist schon stark genug. Und Luhmann macht das jetzt hier anders und stellt diese Erlebnisreduktionskomponente in den Vordergrund, was man eigentlich nicht erwarten dürfte, weil normalerweise er auf diese, auf das Funktionieren können abstellt oder auf. Aber, auf der aber anderen Seite braucht das halt, da kommen wir gleich noch drauf mit der Wahrnehmung, aber ich nehme hieraus eben mit, dass ich das eben unterscheide, differenziere von intersubjektiv. Aber diese Unterscheidung von Erleben und Handeln ist doch eine Wiederholung von was, was wir 5 Folgen vorher gelesen haben. Und er betont jetzt eben nochmal, dass es auf dieses Erleben aller ankommt, eben dieses Ausgeflackte für alle gültig. Man muss eine Wahrheit als solche erkennen und man könnte sich nur querstellen durch Handlung, aber sonst kann man mit Handlung da nichts weiter bewirken. Und das spielt er jetzt normal und das haben wir eigentlich alles schon mal gelesen. Ja, aber mit dem Twist, dass eigentlich jetzt das Kommunikationsargument kommen müsste, das schiebt sich scheinbar zwischen die Erlebnis- und die Handlungsseite oder sowas. Also das ist jetzt, also warum stellt er nicht auf Kommunikationen ab? Kommt ja gleich, geht ja gleich weiter. Das mit dem Handeln hier wäre mir noch wichtig, dass er das hier ausflackt sozusagen, dass das als Methodenkritik dann daran teilnimmt und eben nicht mehr, wie er vorher so in einfacher Sprache förmlich gesagt hat, ja, es ist so, weil ich das so will oder sonst was oder so denke, sondern wenn das Handeln dann hier eben das wissenschaftliche Handeln, die Methode und dann eben als Methodenkritik. Aber es kommt drauf an, auf das Erleben, exakt, ganz genau. Ja, also Passivierung des von wahrnehmbaren Ereignissen, die dann irgendwie neuronal verschaltet werden oder internalisiert oder was auch immer man dann nehmen möchte, assimiliert. Und dass das offensichtlich dann dazu beiträgt, dass man nicht mehr an den Gegenständen klebt oder an den Dingen oder an den Körpern oder an dem Gegensatz von Mensch und Maschine oder Lebenswelt und Technikwelt oder sowas. Also das sind ja so Sachen, die immer noch kursieren. Ich glaub, ja, dann lese ich mal weiter, oder? Ja, bitte, für mich können wir hier wirklich auch ein bisschen schneller und länger lesen, denke ich. Weil wie du schon sagst, das mit dem Handeln erleben hatten wir auch schon. Schauen wir mal, wo was Spannendes ist, wo wir hinbleiben. Wissen in diesem speziellen, ausdifferenzierten Sinne ist demnach Resultat einer Regulierung, die die Kommunikation darauf spezialisiert, über Erlebbares zu berichten. Sie darf mit anderen Worten keine Machtansprüche transportieren und unterscheidet sich dadurch von Politik. Unter dieser Voraussetzung kann dann aber sowohl über Erleben als auch über Handeln kommuniziert werden. Wissenschaften, die Handlungen thematisieren, sind also weder ausgeschlossen noch disprivilegiert. Nur müssen Handlungen unter dem Gesichtspunkt des Erlebbaren aufgefasst werden als etwas, was in der Welt vorkommt und für jedermann sichtbar ist. Mithilfe der Logik von George Spencer Brown kann man das hier notwendige Verfahren als Re-Entry bezeichnen, als Wiedereintritt der Unterscheidung von Erleben und Handeln in das durch sie Unterschiedene, in das Erleben. Und dann sieht man auch, dass es sich um die Auflösung einer Paradoxie handelt. Mit solchen Vorkehrungen gewinnt das Medium Wahrheit besondere Konturen, die es sich zugleich von anderen Medien unterscheidet, die auf andere Probleme gerichtet sind. Der Code wahr-unwahr wird zu einer funktionsspezifischen Differenz. Die Wissenschaftsprogramme sind als solche nur erkennbar und ausführbar, wenn sie genau diesem Code zugeordnet werden und im Effekt führen die so angesetzten Operationen dann, ob man das will oder nicht, zur Ausdifferenzierung eines besonderen Funktionssystems. Aber das heißt, um dies zu wiederholen, nicht, dass konkrete Sachverhalte, Handlungen und Kommunikation entstehen, die nach ihrer Natur oder nach ihrer Systemzugehörigkeit keine rechtliche, keine politische, keine wirtschaftliche, keine religiöse, keine pädagogische Bedeutung haben könnten. Nur andere Funktionssysteme regulieren mit anderen Codes die anderen und anderen Programmen ihre eigenen Operationen und können deshalb zwar über sich selbst, nicht aber über Wahrheit
und Unwahrheit disponieren. Abschnitt ist hier zu Ende. Wir können aber gleich weiterlesen. Ja, machen wir ganz kurz. Mal alles zusammen. Dann hätten wir es fertig. Dieser letzte Absatz, den du gerade gelesen hast, der ist für mich der Abschluss zu dem, was wir, worüber wir eben sprachen, das lange Stück, wo du es gerne erklärt haben wolltest von mir. Wo war das hier? Die Bedingungen der Positivwertung, das Neue und so weiter. Der Abschluss jetzt in der funktional differenzierten Gesellschaft. Das ist für mich dieser letzte Satz gewesen, den du gerade gelesen hast. Also du kommst zurück auf dieses Generalausschaltung gesellschaftlicher Normen, dass er damit eigentlich nur die funktionale Differenzierung meint. So, also ja, denke ich exakt. Auch, aber das ja. Klingt dann schon anders. Generalausschaltung gesellschaftlicher Normen. Ja, gut. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Lies gern weiter noch. In klassischer Darstellung wird der Realitätskontakt der Wissenschaft durch Wahrnehmung hergestellt. Wahrnehmung entnehme der Welt Wahres, entnehme der Welt zumindest Informationen. Und diese Herkunft garantiere zugleich, dass über die Welt, wie sie ist, informiert wird. Dann freilich bleibt immer noch das Problem der Täuschung. Die Wahrnehmung kann, wie menschlich, täuschen. Dieses Problem ist aber schon weit spezifiziert, dass man darin ein Sonderproblem sehen und nach den spezifischen Irrtumsquellen forschen kann. Erst seit Descartes wird es zum erkenntnistheoretischen Problem par excellence hochgetrieben und kann dann nicht mehr durch Rückgriff auf Wahrnehmung, sondern nur noch durch Rückgriff auf die Selbstreferenz des Erkenntnisprozesses gelöst werden. Eigentlich ist schon dadurch, wenn nicht auf der Ebene der Methodologie, so doch auf der Ebene der Erkenntnistheorie eine Unterscheidung überholt, die gleichwohl bis heute tradiert wird. Mhm. Neben den rein formalen und analytischen Konstruktionen gibt es danach eine besondere Art von Wissen, nämlich empirisches Wissen. Was aber wird aus dieser Unterscheidung und was wird aus der Frage des Realitätskontakts der Wissenschaft, wenn Wahrheit schlechthin als Medium für Konstruktionen, als ein Medium für Entwicklung und Änderung von Formen aufgefasst wird. Niemand wird heute bestreiten, dass zumindest in der Wissenschaft Wahrnehmung nur im Kontext von Theorien relevant wird und dass man nur beobachten kann, was man durch Begriffe bezeichnen kann. Dies Zugeständnis sei gerne akzeptiert, aber es hilft aber in der entscheidenden Frage nicht weiter. Denn die Frage ist, ob man Wahrnehmung überhaupt als Transport von Informationen von draußen nach drinnen begreifen kann. Also ob und wie man sich vorzustellen hat, dass die Wissenschaft sich durch eigene Operationen mit ihrer Umwelt verbinden kann. Unser Ziel ist es, dies zu leugnen. Selbstverständlich läuft der Konstruktivismus nicht auf eine Leugnung der Realität hinaus, denn wie man weiß, hieße das Leugnung der Möglichkeit eigener Operationen. Wir behalten auch die Vorstellung bei, bis hin zu ihrem Namen, dass Wahrnehmung ein Mechanismus ist, der dem wahrheitssuchenden System Außenkontakt vermittelt. Wir müssen aber die Perspektive verändern, in der dieses Problem behandelt wird. Wahrheit ist und bleibt auch in dieser Perspektive ein Kommunikationsmedium. Sie vermittelt Kommunikation und nichts anderes als das. Für Wahrnehmung ist dagegen kennzeichnend, dass sie keine Kommunikation ist. Sie ist ein Bewusstseinsereignis. Schon dies führt auf eine wichtige Folgerung. Der Außenkontakt wird in einem kommunikativen System nicht auf der Ebene seiner eigenen Operationen vermittelt. Oder anders gesagt, das System operiert als ein operativ geschlossenes, autopoetisches System. Es kann nur kommunizieren, kann nur Kommunikation durch Kommunikation erzeugen. Es kann natürlich über Wahrnehmung kommunizieren, aber auch das sind dann Kommunikation, nicht Wahrnehmung. Ein Kommunikationssystem, soziales System, bleibt also auf Bewusstsein angewiesen, auf Bewusstsein als Transformator von Wahrnehmung in Kommunikation. Damit wird das Bewusstsein nicht zum Subjekt der Kommunikation. Es liegt der Kommunikation nicht zugrunde. Es kann sie weder durchschauen noch kontrollieren, weil es über keinen kommunikationsunabhängigen Zugang zum Bewusstsein der anderen verfügt.
aber es ist eine sowohl motorisch als auch sensorisch unerlässliche Bedingung für die Fortsetzung von Kommunikation. Wer über Bewusstsein verfügt, kann sich entschließen, seine Wahrnehmungen zu kommunizieren. Das gelingt natürlich nur nach den Eigenregeln der Kommunikation. Die Wahrnehmung wird nicht in ihrer Impressionsfülle, wird nicht als Wahrnehmung transportiert. Sie ist außerdem nur ein sehr kurzes Ereignis, geht also mit ihrem Vorkommen unwiederbringlich selbst verloren und kann bestenfalls im Bewusstsein erinnert und erneut zum Gegenstand von Kommunikation gemacht werden. Wahrnehmungen können daher Veränderungen im Wissensbestand allenfalls auslösen, aber nicht bewirken. Oder anders gesagt, es gibt in der Wissenschaft keine strukturierten Wahrnehmungen, sondern nur konstruktive Kommunikation. Also das eine Wort ist hier völlig vermischt, da weiß ich nicht, was das heißt, müsste einer mal im Buch nachschauen. Instruktiv. Ich habe gerade mein Dings ausgehört. Ja, ich habe es auch aufgeschlagen. Machen wir mal bis hierhin einen Punkt, ja? Genau, also die Inkubationszeit, die es braucht, damit das Wahrgenommene zum Bewusstseinseignis hoch skaliert werden. Okay, aber das war jetzt sehr viel. Ich glaube, Konstantin, dass hier schließt sich das vielleicht, was vorher war mit dem, woran wir gehangen hatten kurz, mit dem Intersubjektiv, mit dem Phänomen, dass es sich überlagert. Wir müssen uns irgendwie, wenn wir hier sprechen, über Wahrnehmung verständigen können und ähnliche Wahrnehmung und uns gegenseitig dann auch, kommen ja nachher noch mehr Beispiele, auch gegenseitig bestätigen können. Siehst du die Uhr an der Wand? Ja, ich sehe die Uhr an der Wand. Aber das ist eben was komplett anderes, als üblicherweise eben der Begriff intersubjektiv meint. Ich glaube, er braucht nur ganz dringend jetzt hier über die Wahrnehmung nochmal ausformuliert, den Kontakt zu einem Außen, ja, zur Umwelt, über den wir uns verständigen können, als dass wir uns darüber einig werden. Also dass wir uns einig werden, was wir denn da wahrnehmen. Aber warum denn immer wir? Wer ist denn dieses Wir die ganze Zeit? Wir ist eben mehr als nur ich. Das meinte einfach nur das Wir jetzt. Ja, dass ich das verallgemeinern kann, dass ich sage, das und das gilt für alle. Ja, aber das, also aber das ist doch überhaupt nicht seine Absicht gerade hier. Also das ist doch völlig nachgeordnet. Ja, dann ich... Es geht ja nicht um Interaktionstheorie. Das ist ja dann, also das wäre ja dann... Nein, dann verstehen wir uns hier nicht. So habe ich das auch überhaupt nicht gemeint. Dann lasse ich das sein und adressiere dich nicht mit meiner Frage, okay? Ja, also wir können das ja mal ein bisschen auseinandernehmen. Also diese besondere Art von Wissen, nämlich empirisches Wissen, also die Empiria, das Erfahrungswissen, auf das man irgendwie immer noch abhebt. Und man meint dann, dass man das per Telepathie oder sonst wie irgendwie... für andere wahrnehmbar machen könnte. Ja, also wer über Bewusstsein verfügt, kann sich entschließen, seine Wahrnehmung zu kommunizieren. Das geht mit Eigenregeln, aber es geht nicht, dass man Zugang zum Bewusstsein anderer besitzt. Und das suggeriert zum Beispiel Resonanztheorie. Resonanztheorie meint, dass es Dinge, Objekte, Personen, Subjekte und so weiter alles gibt, die prinzipiell, also für ein Einzelbewusstsein, gleichgerichtete Resonanzerfahrungen produzieren können oder sowas. Also das ist eine starke These, könnte man sagen, in der man meint, man könnte dieses kommunikative Veto, was Luhmann da jetzt einlegt, überspringen. So, und das die Abstraktionshöhe gewinnt man durch diese systemtheoretische Herauszoomen und dass man eben dann nicht mehr vom Perzeptor von dieser unidirektionalen Wahrnehmungslinie ausgeht, sondern dann von Transformator-Modellen, also das Bewusstsein, das sich dann dazwischen klemmt. Ja, aber sehe ich auch so, aber eigentlich sind es ja, also für uns zumindest, olle Kamellen, weil schon in Kunst der Gesellschaft haben wir ungefähr 500 Seiten lang über den Unterschied zwischen Wahrnehmung und Kommunikation gelesen. Ne? Also das kommt jetzt alles nochmal ein bisschen komprimiert. Und klar muss das jetzt hier an dieser Stelle kommen. Und das war genau die Stelle, Konstantin, wo du vor drei Seiten gesagt hattest, ja, wunderst dich, warum man nicht auf Kommunikation zu sprechen kommt. Ja, genau, jetzt ist er da. Ne? Genau, also ich hätte das anders aufgezogen, argumentativ. Ich hätte mit der Kommunikation angefangen und hatte Erlebnis und Handeln das nachgestellt. Mhm. Es wäre irgendwie taktisch klüger, weil man sonst denn sich, man holt sich zu viele
Dunkelstellen mit rein. Also gerade wenn er sagt, es ist, Kommunikation ist ein Bewusstseinsereignis. Ja, also dann fehlt ja wieder sehr viel. Also dann müsste man jetzt, also da kommt ja keine Definition danach, sondern. Nein, Wahrnehmung ist ein Bewusstseinsereignis. Achso, ja, keine Kommunikation, genau, Wahrnehmung ist ein Bewusstseinsereignis. Aber da kommt dann, also da fehlt mir die Definitionsausführung. So ich lese diese Seiten jetzt so für die, die vielleicht den Luhmann nicht so sicher drauf haben, als ganz hart ausgeführt nochmal. Ja? Wir unterscheiden Kommunikation, Wahrheit jetzt. Wissenschaftssystem, da findet Kommunikation statt. Der Kontakt mit Wirklichkeit passiert über Wahrnehmung, aber die ist keine Kommunikation. Wir haben Bewusstseine, die können das transformieren, was ich wahrnehme, in Kommunikation. Aber das heißt nicht, dass ich meine Wahrnehmung dir rüberreichen kann. Das hat er hier doch wortgewaltig irgendwie ausgeführt. Wir kommen von dem empirischen Wissen, ja, also wieder der Hinweis, wo man einwenden könnte, nein, die Wahrheit, das Wissen, das liegt doch da, kann ich doch empirisch messen und so weiter. Und er besteht drauf, nein, es ist Konstruktion, es ist Kommunikation. Und das geht ja jetzt die nächsten Seiten auch noch so weiter. Ja, dann lesen wir weiter, Konstantin, oder? Mhm. Diese Einsicht ist so wichtig, dass wir sie nochmals mit einer etwas anderen Beschreibung vorstellen wollen. Kommunikation, auch Kommunikation über Wahrnehmungen, ist immer eine wahrnehmungsunspezifische Operation. Außer Dichtung, also da, genau, das wollte ich noch gerade noch einführen. Also Impressionsfläche, wo wir gerade nochmal dabei ist. Also es gibt ja Verdichtungsmöglichkeiten von Vorzeichen, in denen man Wahrnehmungschancen erhöhen kann. Deshalb liest man Lyrik, geht ins Theater, in die Oper oder sowas. Aber das tun wir nebenbei jetzt. Keine Kommunikation kann adäquat und Punkt für Punkt auf Wahrnehmungen reagieren. Man kann dieses Problem dadurch verringern, dass das Kommunikationssystem Wissenschaft zur Konstruktion von Messgeräten anleitet und die Rückmeldung von Messdaten prozessiert. Aber derart präparierte Wahrnehmungen verlieren im gleichen Zuge die Eignung, etwas über die Welt, wie sie in der Wahrnehmung erscheint, auszusagen. Gerade auf dieser Abkopplung beruht die eigentümliche Leistungsfähigkeit wissenschaftlicher Kommunikation. Man kann sogar sagen, Wissenschaft ist nur möglich, weil Kommunikationsprozesse wahrnehmungsunspezifisch ablaufen müssen. Was keineswegs ausschließt, dass die Verweisung auf Wahrnehmungen in der wissenschaftlichen Kommunikation eine besondere Rolle spielt. Dies bestätigt nur die heute ohnehin allgemein akzeptierte Einsicht, Entschuldigung, dass wissenschaftliche Theorien gegen eine Variation von Wahrnehmung und Wahrnehmungsberichten außerordentlich resistent sind. Das heißt natürlich nicht, dass sie jede Wahrnehmung überstehen könnten, wohl aber, dass darüber in der Theorie gesteuerten Kommunikation entschieden wird und nur hier entschieden werden kann. Wir kommen auf diese Frage im Kapitel über Evolution zurück. Der Umgang mit Wahrnehmungen muss aus Anlass von Kommunikation über Wahrnehmungen daher im Kommunikationssystem geregelt werden. In hohem Maße bleibt die Wissenschaft dabei von Vertrauen abhängig, nämlich von Vertrauen, dass berichtete Wahrnehmungen tatsächlich wahrgenommen worden sind. Ferner ermöglicht sie Kommunikation über Wahrnehmungen. Man kann nach Wahrnehmungen fragen oder zu Wahrnehmungen auffordern. In diesem Sinne kann das Kommunikationssystem zwar nicht selbst wahrnehmen, wohl aber Wahrnehmungsprozesse steuern. Außerdem ist zu bedenken, dass Wahrnehmungen nur Ereignisse sind, die mit ihrem Vorkommen sofort wieder verschwinden. Der neurophysiologische Apparat, wieder ein anderes autopoetisches System, ermöglichte es durch seine Konsistenzprüfungen, dem Bewusstsein Wahrnehmungen zu erinnern, das heißt, sie mit dem Indikator vergangen zu reaktualisieren. Das heißt aber nicht, dass sie als Wahrnehmungen nochmals vorkommen könnten. Man kann nur neu wahrnehmen und auch dies nur insoweit, als das Bewusstsein zeitübergreifend identifizieren kann. Gerade diese Ereignishaftigkeit sichert dem Bewusstsein die Synchronisation mit der Umwelt und zugleich die laufende Entkoppelung, durch die gewährleistet ist, dass das Bewusstsein nicht an dem einmal gewonnenen Eindruck kleben bleibt und für dahin nur noch das erleben kann, was es gerade erlebt hat. Schon auf der Ebene des Bewusstseins ist mithin die Kopplung System-Umwelt nur noch ereignishaft aktualisierbar. Die Unbezweifelbarkeit der Realität des Moments mit Erinnerungen und Projektionen verbindend. Und nur weil dies so ist, kann das Bewusstsein sich an Kommunikation über Wahrnehmungen beteiligen. Ja, sogar wahrnehmen, dass es aufgefordert wird, wahrzunehmen. Ja, also die Unterscheidung also zwischen Observation und Anschauung, also das ist im kantischen Raum nochmal viel prominenter. Und bei Goethe ist das dann also dann wird das dann noch ausgeführt, dass die Beschauung, dass die Anschauung eigentlich dann die Königsdisziplin der reinen Wahrnehmungsbeobachtungsleistung ist.
Aber es ist auch interessant, wie er den Beobachtungsbegriff jetzt hier mit ansteigender Seitenzahl immer weiter runterstuft. Und für die Gedächtniswertigkeit eben dann einen komplexeren Wahrnehmungsbegriff braucht. Ja. Ja, aber wir sind ja gerade nur bei Wahrnehmung, ne? Nicht bei, ja, aber, auch, aber Beobachtung ist eine spezifische Wahrnehmung, auf der jetzt die letzten 100 Seiten rumgeritten ist, und die ist, tritt jetzt zurück, weil sie komplexere Gesellschaftsstrukturen so nicht einfach nur erklären könnte. Oder? Also die Griechen konnten ja auch deshalb so gut Philosophie und Wissenschaft betreiben, weil sie eben keine Erinnerung hatten an frühere Kulturen, von denen aus sie praktisch gefüttert haben. Und heute ist eben der Schatten der Vergangenheit, der lastet auf der Wissenschaft und auf allem, was dann noch draufgeschaufelt werden kann, an Komplexitätserweiterung. Und dass das eben ganz andere, also das nur noch dazu. Ich hänge ganz eng an dem, was ich bei Luhmann so gelesen habe. Die Wahrnehmung, also das Beobachten braucht von mir tatsächlich, dass ich unterscheide und bezeichne. Und Wahrnehmung verstehe ich halt noch davor, also noch offener. Ja, aber wenn man sie eben mit dem Indikator verbindet. Vor allen Dingen ist ja das Beobachten besonders gekennzeichnet durch das Hinzunehmen von einer Gegenseite. Und das ist eben in der Wahrnehmung nicht so, sondern in der Wahrnehmung passiert irgendein Sinneseindruck und da wird keine Gegenseite konstruiert. Das ist ja der Unterschied zwischen Wahrnehmung und Beobachtung. Also Beobachtung ist ja nochmal deutlich was anderes. Aber das haben wir auch alles gelesen im Kapitel. Beobachtung. Genau, aber es gibt offensichtlich, also das ist ja der letzte Absatz, auf den er dann bezieht, sich, also dass nur Wahrnehmen, also Sinneseindrücke oder also Impressionen, nennt er das an einer Stelle auch noch kurz, Impressionsfüllen, also der Strukturreichtum irgendwie gedächtniswertiger sei oder nochmal andere neurophysiologische Bereiche bedient, die irgendwie mit Beobachtungen nicht abgedeckt werden könnten. Oder also diese Synchronisation mit der Umwelt und die laufende Entkopplung und so weiter. Ja, da bin ich hängen geblieben. Das ist eigentlich anspruchsvoll, dieser Absatz, ne? Gerade diese Ereignishaftigkeit der Wahrnehmung sichert dem Bewusstsein die Synchronisation mit der Umwelt und zugleich die laufende Entkopplung, durch die gewährleistet ist, dass das Bewusstsein, das ist eigentlich anspruchsvoll, ne? Also die Wahrnehmung ist ja ereignishaft und ich stelle mir das gerade vor als Sequenz, ne? Synchronisation mit Umwelt, aber weil es eben auch nur immer ein Ereignis ist, ist dadurch gewährleistet, dass ich nicht an einer Wahrnehmung hängen bleibe, sondern dauernd weitermache. Außer bei einer Beobachtung. Bei einer Beobachtung, also die Wahrnehmung detemporalisiert eigentlich dieses Kontinuum, was man durch eine bewusste, gerichtete Beobachtung schafft. Ja, also die Fleeting Thoughts. Das schreibt er auch in dem Aufsatz Autopoiesis des Bewusstseins, dass es ein Glück ist, dass man nicht bei einem Gedanken kleben bleibt und wie das Kaninchen vor der Schlange dann immer wieder auf diese eine Sinnesfixierung dann sich dann einschießt. Also das, und man kann weitergehen. So, man kann das umkreisen, man kann laterale Strategien entwickeln und so weiter. Und Erinnerungstechniken funktionieren ja auch so. Also Memorierungen müssen, man baut ja eine Gedankenpaläste oder man versucht, sich Kontexte zu merken und nicht Einzelgegenstände oder Einzelbeobachtungen oder sowas. Und dann führt er das ja weiter und sagt dann eben, weil das eben so ist und nur weil dies so ist, kann das Bewusstsein sich an Kommunikation über Wahrnehmungen beteiligen, ja sogar wahrnehmen, dass es aufgefordert wird, wahrzunehmen. Also wenn ich mir unsicher bin und frage dann eben, hast du das auch gesehen oder gehört oder. Ja, das ist interessant, fand ich noch die Fußnote auf Seite 227 zu Quine, was eigentlich noch mal ein bisschen konterkariert, warum er sich jetzt hier so ewig breit über Wahrnehmung auslässt. Vergleiche einen berühmten Text, William van Orman Quine, The Two Dogmas of Empiricism. Wissenschaftliche Erkenntnis heißt es zusammenfassend, sei man-made fabric which impinges on experience only at the fringes. Und genau so ist das. Und eigentlich will er das Argument stark machen, spricht aber die ganze Zeit über diese Fringes, über diese Experience. Das ist ein bisschen merkwürdig, aber wahrscheinlich hat ihn sein Zettelkasten so in diese Richtung
Bewusstsein, Wahrnehmung, Kommunikation abdriften lassen an der Stelle. Wenn in der Kommunikation auf Wahrnehmung Bezug genommen wird, wird mithin ein hochkomplexer Tatbestand sozusagen in einem Wort in die Kommunikation eingeführt. Eine enorme Simplifikation, die aber nur so zur Bedingung weiterer Kommunikation werden kann. Verglichen mit dem kompakten Wahrnehmungseindruck, der aber rasch wieder verschwindet, bleibt der kommunikative Ausdruck zwangsläufig unscharf. Er verwendet Worte, in der Wissenschaft Begriffe, die im Moment nur hochgradig unbestimmt verwendet werden können und implizit auf Vorhergesagtes, auf bekannte Texte oder auf später zu Erläuterndes verweisen. Sehr viel mehr als die Wahrnehmung inkarniert der Diskurs daher Zeit. Seine momentane Unbestimmtheit ist als Vorbehalt von Erläuterung zu verstehen und wird so gleichsam auf Kredit akzeptiert. In diesem Sinne kann ein Bericht über Wahrgenommenes oder Wahrnehmbares als Andeutung von Erläuterungsmöglichkeiten als Kürzel für weitere Kommunikation eingesetzt werden. Die Kommunikationssignale des Wahrnehmungsbezugs fungieren als Realitätsindikatoren, ohne die Wahrnehmung selbst vermitteln zu können. Die Kommunikation gewinnt damit, wenn man so sagen darf, einen zweiten Zugang zur Realität. Sie ist nicht nur ihrem eigenen Vollzug realitätsgewiss insofern, als sie sich selbst nicht bestreiten kann, sondern kann auch noch thematisch Unbestreitbarkeiten herstellen durch Verweis auf die laufende Synchronisation des wahrnehmenden Bewusstseins mit seiner Umwelt. Sieht man genauer zu, dann liegt diese Art Absicherung der Kommunikation darin, dass es in der Interaktion unter Anwesenden bei gemeinsamer körperlicher Präsenz ein Wahrnehmen des Wahrnehmens anderer gibt, das keiner Kommunikation bedarf, sondern in das alle Kommunikation eingebettet ist. Jeder hört, was er selbst sagt und sieht, dass die anderen gehört haben, was er gesagt hat. Beim gemeinsamen Hinsehen, etwa auf eine Uhr, sieht man zumindest, dass die anderen sehen, wenn auch nicht immer präzise, was die anderen sehen. Daraus ergeben sich in jeder Situation kommunikative Unbestreitbarkeiten, die dann der Kommunikation als Sicherheitsquelle dienen können. Man kann in der Situation von etwas immer schon Akzeptiertem ausgehen. Und wenn das so ist, kann man auch über fernliegende Situationen kommunizieren unter der Prämisse, dass sich synchronisierte Aktualität herstellen ließe. Wenn du nach San Francisco fahren würdest, könntest auch du die Golden Gate Bridge sehen, wie ich sie sehen würde, wenn ich ebenfalls dort wäre. Diese Art Vorwegkoordination durch gemeinsames Wahrnehmen und dessen Unterstellung ist in der klassisch-soziologischen Handlungstheorie nicht ausreichend beachtet worden. Stellt man die Theorie von Handlung auf Kommunikation um, kann man zumindest berücksichtigen, dass und wie die explizite Referenz auf gemeinsam Wahrnehmbares in der Kommunikation als Sicherheitsquelle fungiert. Man kann zwar Wahrnehmungsmöglichkeiten bestreiten, kann aber nicht bestreiten, dass es möglich ist, diese Frage durch Herstellung entsprechender Situationen mit synchronisiertem Wahrnehmen zur Entscheidung zu bringen. Dass dies den Streit nicht endgültig entscheiden muss, wie ein Experiment, sondern der Streit über die Bedeutung der Wahrnehmung weitergehen kann, ist nur allzu bekannt. Aber es geht im hier diskutierten Kontext ja nicht um Theorieentscheidungen, sondern um die ihnen vorausliegende Frage, wie ein Kommunikationssystem sich überhaupt auf das einstellt, was es als Außenwelt annimmt. Vielleicht bis hierhin kurz? Ja. Das fasst eigentlich auch ein bisschen das zusammen, was wir die ganze Zeit besprechen, nicht wahr? Ja, aber ich würde das mit dieser Sicherheitsquellenfunktion so, also das überstrapaziert er jetzt auch schon ein bisschen, also diese Vorwegkoordination oder ja, man sagen könnte, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, ne? Weil eigentlich spricht er hier, ohne das Wort zu nennen, über Intersubjektivität. Genau. Ein Wahrnehmen des Wahrnehmens anderer, das keiner Kommunikation bedarf
und in alle Kommunikation eingebettet ist. Und dann, Konstantin, wie du sagst, kommunikative Unbestreitbarkeiten, die dann der Kommunikation als Sicherheitsquelle dienen können. Also das ist eigentlich, ist das umschrieben, was andere mit Intersubjektivität bezeichnen. Ja, oder Overlapping Consensus oder sowas. Aber es ist ja interessant zu sehen, dass es wahrnehmungswertige Situationen gibt, die sich eben nicht allen Anwesenden sofort erschließen könnten. Ja, also bestimmte Sinnesregungen beim Kinofilm oder sowas oder besondere Erinnerungsmöglichkeiten einzelner Subjekte, die langkettigere Sequenzen ermöglichen und die andere Bewusstseinsereignisse erzeugen könnten. Also das wäre dann der Vorbehalt. Ja, das ist fraglos. Ist nicht ausgeschlossen. Ja, aber er spricht ja nicht nur von Sicherheitsquelle, sondern so als in Anführungszeichen zweiten Realitätskontakt der Kommunikation. Also da gebe ich Konstantin dir schon recht. Das ist schon sehr, sehr weitgehend für seinen Ansatz eigentlich. Ja, und das ist ein blinder Fleck, den er da ein bisschen umspringt, offensichtlich. Also dass er von diesem Nahbereich und dem Fernbereich nicht so sauber miteinander verschränkt bekommt, wie man sich das eigentlich erhoffen könnte von seinem Abstraktionsgrad. So, also da, also vielleicht hat er das nur mal so ausprobiert als Formulierung, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt restlos zufrieden mit wäre. Also ganz besonders interessant fand ich dann, dass er sagt, diese Art Vorwegkoordination durch gemeinsames Wahrnehmen und dessen Unterstellung ist in der klassisch-soziologischen Handlungstheorie nicht zureichend beachtet worden. Also das sehe ich, also wenn die irgendwas beachtet haben, dann doch das. Also ich meine, das kann man denen, also die machen alle möglichen Sorten von Quatsch, diese Handlungstheorie. Ne? Aber das ist doch bei den Cornerstone, also das, da müsste man jetzt Hartmut sich dagegen verteidigen hören. Also das halte ich für, also nicht plausibel. Ich verteidige mal jetzt das, was ich hier gerade gelesen habe. Die Vorwegkoordination ist ohne Kommunikation zustande gekommen. Ne? Ich nehme wahr, dass ihr zuhört, wenn ich spreche und so weiter. Ne? Das ist nicht Kommunikation. Diese Art der Vorwegkoordination durch gemeinsames Wahrnehmen und dessen Unterstellung ist in der klassisch-soziologischen Handlungstheorie nicht ausreichend beachtet worden, wenn er damit darauf zielt, zu sagen, dass jeder mit einem eigenen Motiv sozusagen unterwegs ist und das Handeln dadurch anstößt. Wenn er hier sagt, diese Vorwegkoordination durch gemeinsames Wahrnehmen, die ist halt einfach so, wenn wir in einem Raum anwesend sind und quatschen. Naja, aber das Konzept von dieser Handlungstheorie ist auch die Situationsanalyse. Und da gibt es sogar eine Logik der Situation. Und das deutet doch darauf hin, also der Begriff Situation schon, dass da mehrere etwas Vergleichbares wahrnehmen, ohne darüber kommunizieren zu müssen. Also die dazu Handlungstheorie. Dazu kenne ich mich dazu wenig aus, um das sagen zu können. Das müsste man aber, wenn man das verteidigen möchte, mit einpreisen. Also das ist ja eine Dekomplexierung sowieso. Ja, also so, wenn man von dem Gesellschaftssystem zum Organisationssystem, zum Interaktionssystem und dann noch zum Bewusstseinssystem runtergeht, hat man es immer einfacher. So, weil also zumindest in der begrifflichen Gestaltung, weil man dann auch viel weniger noch ausschaut oder Wert legen müsste und dann man kann einfach sehr viel hinten überfallen lassen erstmal. Und dann. Ja, also dieser Streit ist nicht endgültig entschieden wie ein Crucial Experiment, sondern der Streit über die Bedeutung der Wahrnehmung weitergehen kann. Und das ist, ja, also es ist ja Kunstkritik oder sowas, oder es gibt dann so Mikroskope mit so zwei Okularen, wo dann beide Wissenschaftler auf denselben Objektträger schauen können und sowas. Und dann streitet man sich über seine Wahrnehmung. Das gibt's schon, aber das hat Luhmann auch schon mal besser erklärt. So. Also das ist. Ja, da gibt's Besseres, ja, unbedingt. Also Na gut, dann lese ich mal weiter, oder? Ja. Die Symbole, die in der Kommunikation eingesetzt werden, um die Kommunikation durch Bezug auf die Anwesenheit von Körpern abzusichern, wollen wir symbiotische Mechanismen nennen. Die funktionale Spezifikation von Medien und Codes erfordert eine verschiedenartige Absicherung des Realitätsbezugs. Im Falle der Macht zum Beispiel über Kontrolle der physischen Gewalt, im Falle der Liebe über Kontrolle der Sexualität.
Für Wahrheit liegt das funktionale Äquivalent in der Kontrolle von Wahrnehmungen. Gerade weil Wahrnehmungen der Außenwelt zugerechnet werden, kann ihr Rauschen im System nicht ignoriert werden. Zwar definiert das System selbst, welche Wahrnehmungen für welche Fragen relevant sind und wehrt dadurch fast alles ab. Durch genau diese Spezifikation konstituiert es aber auch eine gesteigerte Empfindlichkeit und einen fast unausweichlichen Zwang, auf die Mitteilung von Wahrnehmungen zu reagieren, wenn sie relevant sind. So erklärt sich auch die eigentümlich-semantische Karriere der sinnlichen Wahrnehmung parallel zur Ausdifferenzierung und Entwicklung von Wissenschaft. Zunächst gesehen als ein Zugang zur Welt, der Wahrheit gibt, sofern man sich nicht täuscht. Aber nur auf niedrigen Ebenen des hierarchischen Aufbaus der Realität wird Wahrnehmung durch die Entwicklung der Wissenschaft zugleich aufgewertet und abgewertet. Ihre hierarchische Platzierung auf untergeordneten Ebenen, die der Mensch mit dem Tier teilt, entfällt und auf Wahrnehmung und Wahrnehmung wird zur funktional unerlässlichen Komponente des Erwerbs und der Validierung von Wissen überhaupt. Aber zugleich damit verliert sie ihre alte Nähe zum Wissen. Sie wird zunehmend nur noch als indirekt relevant angesehen, als nötig nur noch für theoretisch vordelegierte Entscheidungen und als apparativ und interpretatorisch manipulierbar. Sie wird in eins mit der Konstruktion der externen Referenten des Systems oft im Forschungsprozess erst hergestellt. Entsprechend vollzieht sich der Wissenszuwachs weniger und weniger im unmittelbaren Ausprobieren, Trial and Error, im direkten Umgang mit wahrnehmbaren Sachverhalten, sondern dies Verfahren wird ersetzt durch Anfertigung und Verbesserung von Konstruktionen, etwa durch die Formulierung von Naturgesetzen, die dann in ihren Konsequenzen empirisch verifiziert werden. Wir setzen diese Marginalisierung der Wahrnehmung fort und bringen sie ans Ende mit der These, dass das System überhaupt nicht wahrnehmen kann, sondern sich allenfalls gereizt sieht, über Wahrnehmung zu berichten, wenn dies im anstehenden Kommunikationskontext Sinn macht. Ja, oder zu twittern oder sowas. Ja? Also oder seinem Unmut kundtun oder sich zu beschweren. Das sind ja alles Vornehmungen, die dann genau Wahrnehmungen, die dann so symbolisiert werden. Ja, also jetzt verstehe ich die Rampe so ein bisschen besser, die er vorher gemacht hatte mit dieser Verklausulierung. Ich bin am Anfang, habe ich versucht, mich zu erinnern. Wir haben ja vor ein paar Wochen gelesen über Symbole, wie Symbol hier zu verstehen ist. Ne? Und das ist ein symbolisch generalisiertes Medium. Also es ist nicht ein Verweis direkt, sondern das Symbol ist in der Lage, mehr rüberzureichen. Also auch die, wie auch immer. Und hier nennt er das, was dann daraus folgt, die Anwesenheit von Körpern abzusichern, einen neuen Begriff. Ne? Symbiotische Mechanismen will er das nennen. Ne? Und das führt er dann aus. Dann habe ich es dann auch relativ verstanden, würde ich sagen. Wenn er dann eben sagt, für die Wahrheit liegt das funktionale Äquivalent in der Kontrolle von Wahrnehmungen. Ja, aber das Interessante ist ja, dass er am Ende diese Wahrnehmung, die er jetzt erstmal auf 5 Seiten so aufbläst, am Ende marginalisiert. Nämlich wir setzen diese Marginalisierung der Wahrnehmung fort und bringen sie ans Ende mit der These, dass das System überhaupt nicht wahrnehmen kann, sondern sich allenfalls gereizt sieht, über Wahrnehmung zu berichten, aber auch nur, wenn dies im je anstehenden Kommunikationskontext Sinn macht. Also er dekonstruiert die Wahrnehmung für das Wissenschaftssystem fast vollständig am Ende. Und das widerspricht dem so ein bisschen, was du gerade vorgelesen hast, da bin ich nämlich auch gestolpert. Ich lese nochmal vor. Die funktionalen Spezifikationen von Medien und Code erfordern eine verschiedenartige Absicherung des Realitätsbezugs. Im Falle der Macht über Kontrolle der physischen Gewalt, plausibel. Im Falle der Liebe über Kontrolle der Sexualität. Für Wahrheit liest das funktionale Äquivalent in der Kontrolle von Wahrnehmung. Ich habe dir ja gerade zugehört. Ich glaube, da ist vielleicht einfach ein kleines Absätzlein vergessen oder ich hätte es vielleicht eingefügt.
dass mit der Neuzeit und Wahrnehmung ja die Vorstellung verbunden war, dass ich nur die Wirklichkeit, also die Welt beobachte und sie sich mir erschließt. Und dieses Verständnis von Wahrnehmung, das wird hier abgewertet, ne? Also das passiert gleichzeitig. Wahrnehmung nimmt eine ganz andere Funktion ein, jetzt im System Wissenschaft. Und zwar, dass sie den Kontakt zur Wirklichkeit, dass sie der Kontakt zur Wirklichkeit ist, aber alles, was ich über Welt sage, bleibt sich Luhmann ja treu, ist Konstruktion. So verstehe ich das so ungefähr. Also nicht mehr Wahrnehmung direkt von Welt und da kann ich dann irgendwas über wahr, unwahr und so weiter dann direkt sagen. Nein, 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 nein. Wahrnehmung. Naja, aber wird dann sozusagen nutzbar in Kommunikation. Ja, aber nehmen wir doch mal den Vergleich zur Macht. Er spricht ja hier über das Medium Macht und der physischen Gewalt. Und das politische System kann eben mit physischer Gewalt jemanden ins Gefängnis werfen, verhaften und so weiter, eine ganze Menge kontrollieren. Und die Wahrheit und das funktionale Äquivalent fürs Wissenschaftssystem soll die Kontrolle von Wahrnehmungen sein? Also kann man vergleichbar mit Gewalt Wahrnehmungen anderer Wissenschaftler kontrollieren? Nee, ja, und nee, zwar, kann man nicht. Moment. Aber dann würde ich jetzt sagen, dann, also wenn man das wieder ernst nimmt, was er gerade, oder wenn man das rückerinnert, dass es darum geht, dass Wahrnehmungen daran gemessen werden, wie sie begrifflich bezeichnbar gemacht worden sind für andere. Und man kann an der Güte der Begrifflichkeiten, Konsistenzkriterien, alles Mögliche, kann man sich dann wirklich aus dieser Ebene erheben und dann eben das Textgewebe untersuchen, mit dem Phänomene einfassbar gemacht worden sind. Also, ja, also das schreibt er hier, also nötig für theoretisch vordelegierte Unterscheidungen und als apparativ und interpretatorisch manipulierbar und so weiter. Ja. Aber wenn diese externen Referenzen des Systems oft als im Forschungsprozess hergestellt werden, dann gibt es zumindest diesen Letztbezug dazu, dass man an den Resultaten oder an den Ergebnissen und den gelungenen Erlebnisreduktionen dann zumindest ablesen kann. Das verstehe ich schon. Und dann müsste es aber, also dann ist Kontrolle von Wahrnehmungen nicht die Kontrolle der Wahrnehmung selbst gemeint, so wie ich es missverstanden habe, ja, sondern eben die über Theorien und Begriffe abgesicherte Bedeutung von Wahrnehmung. Also praktisch, du kannst ja einem anderen Labormitarbeiter nicht vorschreiben, was er vom Messgerät abliest. Du kannst aber sagen, dass das, was er da abliest, irrelevant ist für die Aussage, weil das eben über die Theorie und über die anderen Zusammenhänge überhaupt keine Rolle spielt. Wenn das so gemeint ist, verstehe ich das sehr gut. Und ich kann auch noch mal eben auffordern zu sagen, guck doch bitte noch mal genau hin. Ne? Mach das nochmal. Das ist eben ganz genau der Unterschied, den ich meine. Das geht dann eben nicht mehr, weil es eigentlich klar ist, weil es beiden klar ist, was sie sehen an dem Messgerät. Ja, nur selbst, wenn der eine sagt, aber guck mal hier, ich baue hier an der Stelle was ein und ich sehe was und das schmeißt deine Theorie über den Haufen. Dann kontrolliert man diese Wahrnehmung als nicht relevant. Aber eben das, über Theorie und über Begriffe. Das ist, glaube ich, auch der Dissens, den wir meistens manchmal haben, Peter, dass du versuchst, meine Wahrnehmung zu lenken darauf, wie ich sie gerne von dir verstanden wissen möchte. So, also das sind so kleine Steuerungs-, ne, so Umgang, Etikette, Manieren, Konventionen, Zurechnungsbestimmungen und so weiter. Das geht aber nicht, weil die Inkubationszeit nicht lang genug ist. Also ich glaube, das hat was damit zu tun. Man könnte das machen, man könnte sagen, guck dir das nochmal an, aber das geht nicht in diesen Sekundenbruchteilen, in denen das abläuft, sondern dann muss ich vielleicht in 3 Monaten nochmal angucken. Oder so wie Luhmann, den Spencer Brown auch in den 60ern gelesen hat und in den 70ern nochmal aufgeschlagen hat und dann hat er gedacht, ach, kann ich doch irgendwie einbauen. So, also da gibt es große Abstände dazwischen. Aber vor allen Dingen ist alles immer um 10 Jahre verschoben, weil er hat es in den 70ern gelesen und erst in den 80ern durch Heinz von Förster wieder eingebracht. Das ist ja von 69. Das Buch. Okay. Genau. Wer ist dran mit Lesen? Konstantin ist dran mit Lesen.
Genau. Im Anschluss an diese Lokalisierung des Wahrnehmens in einem Bereich, der dem Wissenschaftssystem operativ unzugänglich ist, aber im System eben deshalb als Realität behandelt wird, sind nun weitere Klärungen möglich. Sie betreffen das Verhältnis des Wahrheitsmediums zur Zeit und die inhärente Geschichtlichkeit all dessen, was mit Hilfe dieses Mediums produziert und reproduziert wird. Der Locus Classicus dieser Frage ist das Schematismuskapitel in Kants Kritik der reinen Vernunft. Im Unterschied zu Kant gehen wir aber von einer rein zeitlichen Unterscheidung aus. Von der Unterscheidung von Gleichzeitigkeit und Sequenz und nicht Sinnlichkeit und Verstand. Wahrnehmung hat, wie gezeigt, die Eigenart der Gleichzeitigkeit mit dem, was sie wahrnimmt. Also diese 3 Sekunden oder sowas, dieser Wirklichkeitsausschnitt. Sie leistet eine ereignishafte Synchronisation von System und Umwelt, aber nur für das Bewusstsein und in anderer Weise für den lebenden Organismus. Dank dieser Gleichzeitigkeit gibt es im Moment keine Unterscheidung von Realität und Täuschung, obwohl man nachher sehen oder auch Kraft Belehrung im Voraus schon wissen kann, dass man einer Illusion zum Opfer gefallen ist oder fallen wird. Gleichwohl, man sieht, was man sieht, auch wenn man seinen Augen nicht traut. Jede Bearbeitung von Wahrnehmungseindrücken im denkenden Bewusstsein und erst recht alle Kommunikation über Wahrnehmungen ist dagegen an eine zeitliche Sequenzierung gebunden. Sie hat als Operation natürlich auch ihre eigene Gleichzeitigkeit, etwa die Fast-Gleichzeitigkeit von Mitteilen und Verstehen. Aber das Sequenzieren, das Auflösen von Kompaktsinn in ein Nebeneinander folgt einer eigenen Ordnung. Man muss hier in einer hinreichend genauen Weise unterscheiden und bezeichnen können, um Anschlüsse herstellen zu können. Daher braucht das Sprechen über Wahrnehmungen Zeit, ja viel Zeit, und kann seinen Gegenstand doch nie erschöpfen, weil die Wahrnehmungen unfesthaltbar auch dem Bewusstsein entschwinden. La perception et la pensée de percevoir quand elle est pleine ou actuelle. Das Zitat hatten wir, glaube ich, schon mal, ne? Das ist Kunst der Gesellschaft. Und genau das lässt sich weder perpetuieren noch sequenzieren. Die Sicherheit des momentanen Gesamteindrucks wird in eine Verzögerung der Beurteilung umgewandelt und kann nach dieser Transformation nie wieder zurückgeholt werden. Auch sehr antikantianisch. Auf dem eingeschlagenen Wege der diskursiven Sequenzierung kann man zwar mit jeweils neuen Operationen auf die Sequenz oder auf den Diskurs als Einheit reflektieren, man kann die Kommunikation rekursiv handhaben und sie auf sich selbst oder auf ihre eigenen Resultate anwenden und so verfahren noch die neuesten Techniken operativer Kybernetik. Damit erzeugt man in dem System, das so operiert, Realitätsäquivalente, aber man erreicht nie eine Repräsentation dessen, was als Kompakteindruck auf einmal wahrnehmbar ist. Ich mache das nicht mit. Obwohl die wissenschaftliche Argumentation als Sequenz ablaufen muss, wird sie gleichwohl in ihrer Abfolge nicht rigide vorgeschrieben, wie dies bei Musikkonzerten, Paraden, Hochzeiten, Begräbnissen und anderen Zeremonien der Fall ist. Die Herstellung einer derart rigiden Sequenz würde normative Regulierungen erfordern und nicht ohne normative Vorbestimmung der Inhalte möglich sein. Daher bewahrt der wissenschaftliche Diskurs einen gewissen Überraschungswert, zumindest im Arrangement, auch dann, wenn er eigentlich nichts Neues zu sagen hat und regt damit zu Einfällen an, die bei stärkerer Ritualisierung als Fehler erscheinen würden. Zu den Eigentümlichkeiten des auf Gleichzeitigkeit angewiesenen Wahrnehmens gehört, dass Unterscheidungen nur benutzt werden können, wenn und soweit das Unterschiedene in seinen beiden Momenten, also zum Beispiel als Großes und Kleines, beobachtet werden kann. Oder Nahbereich und Fernbereich. Die Wahrnehmung erfordert, dass die Unterscheidung als Kontrast auftritt. Das Unterschiedene muss simultan oder in unmittelbarem Nacheinander eines Species präsent sein, sonst verliert die Unterscheidung ihre Wahrnehmbarkeit. Darum kümmert sich in besonderer Weise die Kunst. Sie kann Kontraste künstlich simultaneisieren und damit Kompakteindrücke intensivieren oder auch, wie im Falle der Musik, den Zeitraum der Gleichzeitigkeit so vergrößern, dass auch erheblich später kommende Töne oder Phrasen noch einen Kontrast bilden können. In der Naturwahrnehmung widerfährt es einem denn auch nicht, dass vorherrschende Graus und Grüns als vermisstes Rot wahrnehmbar werden. Corot musste folglich, wenn er diesen Effekt erzielen, das heißt mit wahrnehmbar machen wollte, irgendwo ein minimisiertes Rot mit sichtbar machen. Okay, das ist jetzt, jetzt sind die Pferde mit ihm durchgegangen. Jetzt gleich kommt noch Musiktheorie. Ja, aber das unterstreicht nochmal, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe. Es gibt diese Spanne von Aktualisierung des Eindrucks, von Retention und Protension. Das ist eine Husserl-Lektüre eigentlich jetzt hier, umformuliert. Das Wahrnehmen von Harmonien, von Tonfolgen, von Dreiklängen,
und sowas. Ja, ich habe mir zudem gar nichts notiert. Also irgendwie, nachdem wir die Kunst der Gesellschaft gelesen haben, sind wir durch die Stelle im Zettelkasten ja schon mal durchgekommen. Also irgendwie ist das alles Wiederholung. Ja, er kann ja keine Markierungen dran machen an die Zettel, die er schon eingearbeitet hat. Deshalb, also die wahre Gedächtnisleistung ist eigentlich für Luhmann, sich nicht zu häufig zu wiederholen. Das schreibt er hier auch. Das Stecker-Ritualisierung erscheint als Fehler. Wichtig war hier irgendwo hier den Satz, den ich genommen habe. Ne? Jede Bearbeitung von Wahrnehmungseindrücken im denkenden Bewusstsein und erst recht alle Kommunikation über Wahrnehmung ist dagegen an eine zeitliche Sequenzierung gebunden. Das genau, ist diesmal, genau, aber diesmal an unterschiedlichen Menschen unterschiedlich lang, also dehnbar. Ja, also es gibt einfach Menschen, so weiter die, und so weiter. Genau. Aber sie unterscheidet sich dadurch eben komplett von ereignishafter Wahrnehmung. Und das ist das mir inhaltlich wichtiger an diesem Abschnitt jetzt gewesen, dem Gelesenen so. Ja, und auf diese Mikrodifferenzen kommt das ja dann an. Also dass manchen, also alle Schüler werden mit Goethe gequält, ja, das hatten wir auch in Kunst der Gesellschaft, aber nur manche erkennen die Komplexität des Textes selbst. So, oder alle müssen, werden durch, wird die, werden die physikalischen Formeln werden an die Tafel geschrieben, aber nur bei manchen geht ein Licht auf oder so, oder da springt der Funke über oder sowas. Ja, und der nächste inhaltlich mir wichtige Punkt war, damit erzeugt man in dem System, das so operiert, Realitätsäquivalente. Ne? Also auch nochmal so ein Schritt, den man jetzt mitmachen sollte. Genau, und die Spezifik in der Kunst bezieht sich ja genau darauf, dass man den Sinneseindruck des Künstlers möglichst gleichmäßig oder möglichst gleichgerichtet dann erfahrbar gemacht bekommt. Also dass man die Retention wiederholt. Ja, lesen wir noch einen Abstand. Ja, denke ich schon. Gerne. Im Unterschied dazu nutzt die Kommunikation Unterscheidungen zur Bifurkation, das heißt zur Bezeichnung der Ausgangspunkte für weitere Kommunikation. Man spricht über kranke Bäume im Unterschied zu gesunden und leitet damit eine abzweigende Kommunikation ein, die eine Geschichte kondensieren, ein Thema bilden und damit weitere Kommunikation stimulieren kann. Zugleich wird auf diese Weise alles, einschließlich Kommunikation über Wahrgenommenes, dem möglichen Zweifel ausgesetzt. Der Zweifel kontrolliert die Kohärenz der Sequenz operativer Informationsverarbeitung und nicht etwa, wie eine lange Tradition gemeint hatte, ihre Realitätsentsprechung, über die er weder positiv noch negativ Auskunft geben könnte. Er greift auch das soeben als wahrgenommen Erlebte und Mitgeteilte an, lässt sich methodisieren und universalisieren und repräsentiert dann nichts anderes als die Möglichkeit des Kommunikationssystems, die Kommunikation unter allen Umständen fortsetzen zu können, wenn sie nicht als Kommunikation verhindert wird. Was dabei verloren geht oder jedenfalls nicht mitgenommen werden kann, ist nicht so sehr die Fülle des Seins. Was verloren geht, ist die Simultanität des Wahrnehmungseindrucks. Geopfert wird nicht ein Sachwert, sondern ein Zeitwert. Oder genauer gesagt, die Kommunikation ist gar nicht erst in der Lage, Kompakteindrücke zu simultanisieren. Sie leistet stattdessen Temporalisierung von Komplexität im Nacheinander des Verschiedenen. Dass die Komplexität der Welt temporalisiert wird, hat beträchtliche Vorteile, zum Beispiel im Hinblick auf das Verzweigungsvermögen von Anschlussoperationen und im Hinblick auf die Genauigkeit distinkter Verständigung. Auf diese Weise lassen sich Meinungsverschiedenheiten präzisieren und beschränken. Die Aufmerksamkeit wird verfeinert, die Aktualität wird dirigiert durch den Prozess, der sie reproduziert. Andererseits haben diese Gewinne ihren Preis. Die Evidenz des Zusammenhangs wird herabgesetzt. Das, was in der Einheit der Wahrnehmung als zusammengehörig einleuchtet, wird in der Sequenzierung auseinandergezogen. Und nicht zuletzt liegt in der Inanspruchnahme von Zeit die Möglichkeit der Unterbrechung, die Wahrscheinlichkeit, dass etwas dazwischen kommt, die Unsicherheit der Fortsetzbarkeit in der Zukunft und die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung von Fehlern.
In all diesen Hinsichten entstehen durch Sequenzierung zugleich Komplexitätsvorteile und neuartige Probleme, die auf neuartige Lösungen warten. Die zunächst wichtigsten Errungenschaften, die als Festhalten von Erreichtem und als Schutz gegen Unterbrechungen fungieren, also fast wie ein Wahrnehmungsäquivalent wirken, sind zweifellos Schrift und Buchdruck. Bis hierhin vielleicht erstmal? Ja, bitte, bitte, bitte. Ja. Wir hatten den Begriff Bifurkation, mit dem ging es hier rein, aber der wird ja dann gleich im nächsten Absatz wieder aufgenommen. Genau, und also meine These zu dieser Umstellung, ja, also Zeitwert statt Sachwert und dann eben die Sozialwertigkeit dieses Verschränkungszusammenhangs und so weiter. Also das damit nichts anderes als die Möglichkeit des Kommunikationssystems, die Kommunikation unter allen Umständen fortsetzen zu können, wenn sie nicht als Kommunikation verhindert wird. Also Kommunikation als Sinnträgermedium, um bestimmte Wirksamkeiten oder bestimmte Informationsrichtungen oder einfach die Steuerung von Wahrheitswertigkeiten jetzt im Wissenschaftssystem. Und dass das eben nicht mehr zurückgreift auf Realitätsentsprechungen oder auf Korrelate oder auf Kausalitäten geradezu noch, also das wäre die Höhe, sondern dann nur die Kohärenz der sequenzoperativen Informationsverarbeitung eine Rolle spielt. Also ja, ich finde das gut. Das wird ja abgeprüft in der Schule. Also. Ja, ich fand das jetzt sehr gut beobachtet von Luhmann, wenn ich so selber versuche, das an mir wahrzunehmen. Ne? Also was ich in einem Augenblick sehen kann, brauche ich vielleicht 3 Minuten, um es zu berichten. Und das hat Vor- und hat Nachteile. Und die führt er hier. Ja, aber genau, und an der Qualität dieses Berichts kann man die Qualität des Sinneseindrucks nachvollziehbar machen für andere Kommunikationsteilnehmer. Exakt. Und das ist das Schmerzhafte daran. Ja, also an der Semantik entscheidet sich ja genau die Informationsverarbeitungskapazität der Sprecher. Und man kann dadurch relativ schnell natürliche Auslesen vorantreiben. Ja, doch, das ist so. Also, ja. Ich weiß, was du meinst. Das ist die Grausamkeit des Schulsystems, die genau das. Das heißt ja dann Sprachgebrauch auf dem Zeugnis dann, oder? Ja, ja. Rhetorik gab es ja früher als Fach oder Eloquenz, also das hatten wir auch schon. Ja. Aber, und das alles hier unter der Überschrift oder das Thema, was hier drüber schwebt, Temporalisierung von Komplexität, ne? Ja, also ich würde dann weitergehen, würde sagen, das ist eine Spatialisierung eigentlich. Also das wird auf verschiedene Areale aufgeteilt und also wenn man das neurologisch komplett macht, das Argument, dann fehlt noch diese Komponente. Und da muss man sich vom Kommunikationsbegriff lösen, da müsste man auf andere Modelle umsteigen. Aber das ist jetzt hier kein Platz dafür. Das ist, Also wir haben noch 1,5 Seiten, dann ist der Abschnitt zu Ende. Schaffen wir noch, oder? Ja. Okay. Ja. Dann ich habe jetzt aber sehr viele Notizen hier auf dem Seitenbereich. Geht's dafür. Wie mit dem Begriff der Bifurkation bereits angezeigt, führt ein Kommunizieren unter diesen Bedingungen zum Aufbau einer geschichtlichen Realität, also zu einer Morphogenese, die nur in Abhängigkeit von ihrer eigenen Geschichte zu begreifen ist. Das gilt für den Versuch einer Beobachtung von außen, aber auch für die Selbstbeobachtung solcher Systeme, sodass es nicht zu verwundern braucht, dass nach einer längeren Entwicklung im Aufbau von Komplexität solche Systeme sich selbst, wenn überhaupt, nur noch unter Einbeziehung ihrer Geschichte beschreiben können. Die Gesellschaft Europas hat diese Phase gegen Ende des 18. Jahrhunderts erreicht und die wissenschaftstheoretische Selbstbeschreibung der Wissenschaft scheint mit Kuhn und anderen jetzt hier anzukommen. Die vorausgegangenen Überlegungen ermöglichen eine etwas genauere Darstellung dieses Sachverhalts. Wenn für alles sequentielle Prozessieren von Kommunikationen hinreichend deutliche Unterscheidungen und Bezeichnungen erforderlich sind, entwickelt sich die weitere Kommunikation, sofern es nicht zu Unterbrechungen, Diskontinuierungen und Neuanfängen kommt, in Abhängigkeit von den Ausgangsunterscheidungen. Je radikaler diese angesetzt sind, desto schwieriger werden die Rückkehr zum Punkt der Bifurkation und der Neubeginn. Man probiere das mit Unterscheidungen wie Sein und Denken oder Objekt und Subjekt.
In Begriffen der Psychologie, des Beurteilens und Entscheidens kann man hier von einem Anchoring-Effekt sprechen. Die Erstfestlegung schränkt die Unbefangenheit der weiteren Urteilsbildung ein. Dagegen zu revoltieren ist schwierig, denn mit einer nur verbalen Ablehnung ist es nicht getan, wenn das Verstehen der Kommunikation immer wieder auf die alte Unterscheidung zurückspringt. Damit hängt zusammen, dass Unterscheidungen oft nahezu unbemerkt geändert werden, indem man die bezeichnete Seite, an der das Anschlusswissen hängt, festhält, aber ihren Gegenbegriff austauscht. So kann man ohne zureichende Kontrolle dieses Substitutionsvorgangs von der alten Unterscheidung Natur und Gnade im 18. Jahrhundert zu Natur und Zivilisation und im 19. Jahrhundert zu Natur und Geist, ein Austausch, der im Übrigen signalisiert, dass sich das Naturverständnis verändert, wenn ich auflöse, ganz unabhängig von der Kontinuität theoriegeleiteter Forschungen in den sogenannten Naturwissenschaften. Auch über Theorieentwicklungen informiert man sich am besten durch die Frage, welche Unterscheidungen einen Begriff bestimmen. So bezeichnete der Gesellschaftsbegriff in der Unterscheidung von Staat etwas anderes als in der Unterscheidung von Gemeinschaft. Und davor lag eine Tradition, die sich mit der Unterscheidung von häuslichen und politischen Gesellschaften begnügte. Oder man spricht nicht über dasselbe, wenn man die Unterscheidung von System und Umwelt durch die Unterscheidung von System und Lebenswelt ersetzt und dann auf dieser Basis gegen die Ansprüche der Systemtheorie polemisiert. Man kann diese Unterscheidungsabhängigkeit von Bezeichnungen rein logisch auffassen und dabei von Geschichte absehen. Sie bietet aber auch die Möglichkeit, die bifurkativ erzeugte Wissenschaftsgeschichte zu begreifen. Ein Medium wie Wahrheit, das sequenzielles Operieren möglich macht, kann über Unterscheidungen und Bezeichnungen nur zu einem davon abhängigen Erkenntnisstand führen. Wissenschaft ist infolgedessen geschichtlich. Sie kann sich selbst im Eingeständnis dieses Sachverhalts begreifen und damit ihre eigene Kontingenz einsehen. Sie kann dies aber nur mit Hilfe einer Selbstbeschreibung, die die Annahme aufgibt, es handele sich um eine fortschreitende Transformation von Unbekannten in bekannte Sachverhalte. Das ist jetzt wieder so typisch, Luhmann, ne? Ja, sie kann das einsehen. Sie kann einsehen, dass Theoriemodelle komplexiert wurden oder verbessert wurden oder angereichert wurden. Und man kann aber auch einfach darauf beharren, dass das, was vor 100 Jahren festgestellt wurde, immer noch gilt oder sowas. Also und in 100 Jahren auch. Sein erstes Argument ist ja, dass man Wissenschaft und Gesellschaftsbeschreibung als geschichtlich betrachten muss, weil man an einmal getroffenen Unterscheidungen irgendwie festzuhalten scheint, beziehungsweise immer wieder auch manchmal unmerklich auf diese zurückkommt und damit gewissermaßen Grundentscheidungen über diese Gabelung, über diese Bifurkation einer früheren Unterscheidung schon mal getroffen worden sind. Und das Ganze wird noch umso komplizierter, weil er schreibt, dass Unterscheidungen oft nahezu unbemerkt geändert werden, indem man die bezeichnete Seite, an der das Anschlusswissen hängt, festhält, aber ihren Gegenbegriff austauscht. Und das macht er dann an ein paar Beispielen sichtbar. Und das ist eine ganz wesentliche Einsicht, die ja auf den Begriff der Beobachtung zurückführt. Ich spreche über ganz was anderes, wenn ich Mann von Frau unterscheide, als wenn ich Mann von Kind unterscheide. Und um das zu klären, das muss dann Kommunikation wieder leisten. Worüber sprichst du überhaupt, wenn du über Mann sprichst? Sprichst du im Vergleich zum Kind oder zum Frau oder zum Tier oder zum Außerirdischen? Genau, und oder Person und Mensch oder Tier und Mensch und sowas, das sind ja alles, das ist ja vorbelastet, das ist ja alles kontaminiert und Parsons und andere Handlungstheoretiker gehen ja davon aus, Richard Münch zum Beispiel auch noch, dass man diese Latenzen, Latent Pattern Maintenances, also dass man die auch noch, dass man das Maintenance,
die Verwaltung noch fortsetzen kann. Also es gibt noch die Aufrechterhaltung dieser Brille. Ja, also Žižek spricht auch immer gern davon. Er setzt jetzt eine Ideologiebrille auf und dann kann er plötzlich, hat er den Röntgenblick auf vergangene Unterscheidungsveränderungen oder sowas. Aber das ist ja völlig illusorisch und das sagt ja Luhmann ja auch. Also das wieder rückabzuwickeln ist ja dann die Aufgabe der Wissenschaftsgeschichte und dann und die bricht sich ja einen damit ab. So, ne? Die muss ja ihr eigenes Verständnis reflektieren und dann das Verständnis derer, die selbst glaubten, dass sie reflektiert haben und so weiter. Und das ist ein infiniter Regress. Genau. Aber wenn ich das eben mache und es nicht bemerke, dass ich das gerade tue, dann begehe ich eben einen Fehler in diesem Sinne. Ne? Das ist. Man korrumpiert das. Also die ja. Entdeckung, also das, ah, das man. Ja. Aber eben häufig nahezu unbemerkt. Und das führt dann. Also da bin ich sehr dankbar für. Und das führt dann eben zu manchen Auseinandersetzungen, wie hier die Unterscheidung von System und Lebenswelt ersetzt und so weiter. Und dann gegen die Ansprüche der Systemtheorie polemisiert, ne? Wo er dann sagt... Ja, das ist ganz, ganz genau der Punkt. Er schreibt ja in seinem letzten Satz, dass das eben nur gelingt oder dass man das nur sichtbar machen kann. Also dass diese Unterscheidungen am Anfang so wichtig sind für den weiteren Vorgang der Morphogenese und dass man eben nicht die Gegenseite austauschen kann. Dass man von dem Bild weg muss, als ob es bei der Wissenschaft um eine fortschreitende Transformation von Unbekannten in bekannte Sachverhalte geht. Und daran baut sich ja auch die Kritik an neuen Methoden immer wieder auf. Also wenn man die ganze Kritik, die jetzt hier Klaus Grimm gegen Luhmann polemisiert, ist eigentlich immer so, dass man sagt, ja, nee, seit Popper kann man wissen, das geht eben nur so und nur auf die eine Art und Weise. Das wird inhaltlich überhaupt gar nicht begründet, warum man das nicht anders denken kann. Sondern nee, das haben wir schon immer so gemacht und jetzt sind wir einmal mal da abgebogen und jetzt bleiben wir auch auf dieser Straße. Ja. Ja. Und Götzenverehrung doch, ne? Genau. Ich habe ein Foto von Thomas Merton. Und das ist eigentlich sehr gut rausgearbeitet, dass es eben hier auf ein Wissenschaftssystem, was sich selbst reflektieren kann, ankommt und eben auf Wahrheit als ein Kommunikationsmedium und eben nicht mehr als irgendeine Konvergenztheorie, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt schon mal als wahr befunden worden und das bleibt jetzt auch für immer wahr. Genau, und das ist eben die Verwechslung von Wissenschaftskommunikationssystem mit Wissenschaftssystem. Und das wird ja in öffentlich-rechtlichen Programmen jetzt, ne, mit Malte Nguyen Kim und anderen Wissenschaftsperformern, ja, also die Performance und nicht die Informationalisierung oder sowas, das wird dann vorangetrieben und dann wird das gesamtgesellschaftlich einfach als neuer Standard generalisiert. Und zum Schaden der Komplexitätssteigerung insgesamt. Also das Interessante ist ja, dass die Mighty Tim an einer ganz anderen Front kämpft. Ne? Also ja, genau, die kämpfen ja gegen Verschwörungstheorien und so weiter, alles gut und schön und für Wissenschaft, aber eben mit den falschen Argumenten. Weißt du, das ist so blöd, dass sie sich dadurch angreifbar macht, indem sie eben nicht die volle Wahrheit über die Selbstreferenz des Wissenschaftssystems erzählt. Genau. Und vermutlich kann man das im normalen Fernsehen auch nicht erzählen, weil das eben auch schwer zu verstehen ist. Weil ja, es scheitert ja selbst bei Soziologieprofessoren mit dem Verständnis dabei. Ja, und das ist verheerend im Gesamteindruck, weil also es gibt ja diesen berühmten Effekt, dass man, bevor man zum Beispiel ein Studium anfängt, dass man ganz viel Skepsis hat darüber, ob man überhaupt noch was Neues lernt. Man hat ja jetzt Abitur, man hat ja eigentlich schon einen richtig großen Weltüberblick und damit wird man ja entlassen, für die nächsten 80 Jahre damit zurechtzukommen mit seinen Sinnbesetzungen. Und dann erfährt man plötzlich ganz viel, dann wird man erstmal eingeschüchtert davon und später, wenn man wieder dann auf dem Wissensgipfel dann wieder so ein bisschen wieder Grund gefunden hat, dann kommt man eigentlich wieder zu den alten Einsicht zurück, dass man doch noch mehr viel mehr Indifferenz akzeptieren müsste, um sich selbst in den Spiegel schauen zu können. Ja, und wenn man dann eben nicht auf den Geschmack kommt, auch lieber Wissenschaftspolitik zu betreiben und seinem eigenen Fach zu schaden. Und zwar langfristig und tiefgehend. Und ja, das ist ja ganz genau, ja. wie du es beschreibst, die Tragik, dass überhaupt den gesamten Stoff der Schulbildung abwickeln zu können in endlicher Zeit, muss die Unwahrheit erzählt werden. Also es würde gar nicht gehen, wenn man versuchen würde, in der 7. Klasse Quantenphysik zu erklären. Man würde überhaupt gar nicht dazu kommen, irgendeine bewertbare Leistung aufschreiben zu können, weil es die Lehrerin ja auch nicht versteht im besten Fall. Ja. Und das ist eben so, wie du sagst, dass man vermeintlich dann am Ende des Abiturs den Eindruck hat, naja, wieso, jetzt weiß ich ja alles. Ne? Und erst später, wenn man dann einfach
studiert, stellt man fest, ach du Scheiße, alles, was ich geglaubt habe, verstanden zu haben und mit Bestnoten beehrt worden bin, stellt sich raus, dass es völliger Quatsch war. Ja, und zwar, und zwar in der Intensität. Interessanterweise in fast jeder Wissenschaftsdisziplin. Ja, genau, genau. Und so, umso schlimmer dann zu merken, dass man praktisch die ganze Zeit in eine falsche Richtung gelaufen ist und alles wieder, man muss aufpassen, sich selbst irgendwie noch selbstidentisch zu bleiben, ohne dann dieses Volkshochschulweisheitstum so dann noch weiter zu propagieren. Ja, weil also dann entscheidet man sich als Professor eben dafür, die ganze Zeit Lehrbücher zu schreiben und sich dem Fachdiskurs dadurch zu entziehen, dass man einfach nur didaktisierend arbeitet. Und, ja, vor allen Dingen kannst du es denn nur dogmatisch machen. Ne? Du kannst ja nur noch schreiben, ja, wie man halt schon immer wusste. Und das ist doch aber ziemlich einsichtig. Und es ist doch eigentlich jedem einsichtig. Und sofort hat der Einstein seinen Nobelpreis für die Relativitätstheorie bekommen. Also du kannst nur so dogmatisch noch schreiben, obwohl du die Unwahrheit schreibst. Also wenn du einigermaßen selbst Zweifel hättest, dann würdest du über die ersten Sätze ja gar nicht hinauskommen. Aber so musst du Theoriepolitik betreiben. Anders geht es ja auch nicht. Ne? Das Ansammeln, das Akkumulieren von Antworten als Simulation von Wissen. Ja, und der Fragebogen. Umso mehr man weiß oder umso mehr man reingeht in manches, werden die Fragen viel spannender. Also das Interessante ist ja bei der Auseinandersetzung auf Twitter mit dem Hartmut. Ne? Man kann ihm ja gar nicht und man darf ihm gar nicht vorwerfen, dass er ein Handlungstheoretiker ist. Aber man muss ihm vorwerfen, dass es ein dogmatischer Handlungstheoretiker ist. Weißt du, der einfach nur Dogma setzt und sagt, das ist aber so, weil es schon immer so war und es muss auch so sein und Luhmann ist völliger Unsinn. Das ist ja eigentlich das Unerhörte daran, diese Dogmen, die da durchgehalten werden, auch irgendwie wieder jeden Sinn und Verstand oder wieder jeder Nachprüfung. Das ist ja das Faszinierende. Gegen Handlungstheorie will man ja gar nichts sagen. Und das Problem ist, dass die Kritik gar nicht so scharf ausfallen würde, wenn man das alles vorsichtiger formuliert. Also niemand würde doch bestreiten, dass es Nutzen von einer Erwartungsnutzentheorie gibt. Das würde doch niemand bestreiten, dass man da gute Sachen prognostizieren kann und auch empirisch nachvollziehen kann. Aber wenn man sagt, dass alles menschliche Handeln kausal und deterministisch ist und mit Aussagen logischen Formeln beschreiben kann, dann muss man sagen, im Moment, das ist ja schon mal kategorieller Unfug. Und das ist das Problem. Dieses Festhalten an Dogmen, die offensichtlich Unsinn sind. Ja, und die Erlebnisqualität, also das ist evident, ja. Also das ist, man kann das, man sieht das ja, das Elend, ja. Das ist das Schlimme daran. Aber es sehen nicht alle gleich. Naja, okay. Ja, das ist ja das Schöne, dass es nicht alle gleich sind. Ich meine, wir können ja deshalb hier drüber sprechen, weil es Hartmut nie hören wird. Wenn er dabei wäre, wäre er weichgespülter und würden es nicht so sagen. Aber man muss es an der Stelle mal sagen. Das Dogma ist das Problem. Es mag aber biografische Begründungen. Ja, aber dann hat man eine Wissenschaft. Aber die, dann soll man ja, die soll möchte ja, ich, ja, natürlich, ja, genau. Peter, da gebe ich dir völlig recht. Es hat Gründe und das musste vielleicht auch so kommen in dieser zeitlichen Geschichtung, wo, weiß ich, Ende der 60er Jahre, 70er Jahre, das war dieser Move. Und dann setzt eben auch Theoriepolitik ein. Und das ist eine ganz klassische Machtpolitik. Und da ist er exzellent, er ist vielleicht kein exzellenter Wissenschaftler, aber ein exzellenter Theoriepolitiker. Das würde ich auch nicht so stehen lassen wollen. Er ist schon ein ziemlich guter Wissenschaftler, unbedingt. Aber das, wie gesagt, wir haben bemerkt, dass wir einige Dinge anders sehen, die wir hier Luhmann. Ja, aber nicht, wir, denn, nicht wieder dieses paternalistische Pastoren-Wir. Also das können wir ja, uns okay. Rausstreichen. Ja, dann schneide es raus. Also dann haben wir schon ein Schlusswort gesagt, oder? Ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.